Kind auch. Ja. Hallo? Lange ist es her. Ja, redest du normaler Stimme oder mit deiner anderen Stimme? Das ist meine normale Stimme. Hast du nicht GTA gespielt Anfang des Jahres? Nicht ganz Anfang des Jahres, erst im März, warum? Weil da wurde ich entbannt. Gut, aber warum spielen denn alle Leute mittlerweile wieder GTA? Dass ich da nochmal kurz verstehe, weil Wer GTA ist ein Spiel, ist denn was 10 Jahre alle? alt ist. Wer ist denn alle? Ja, die ganzen Streamer und so weiter. Wie nennt Ja. man das denn nochmal? Das Hype. nennt man doch GTA-RP, oder? Und Ja, weil die. jetzt willst du mich verurteilen, weil ich mit so einem Komiker, der on Stream ist, rede mit einer RP-Stimme? Müssen die Leute jetzt wieder schreiben, oh, hallo Goodlife, hallo Sebastian? Weil das so was Besonderes ist, dass das nicht meine richtige Stimme angeblich ist? Nee. War eine Frage, ganz normal. Ehrlich. Ja, nee, das ist schon wieder verurteilt. Okay. So, dann kommen wir mal zum Punkt. Ja. Wenn du vorher 240 Zuschauer im Durchschnitt hattest und jetzt nur noch 113 im Durchschnitt, Ich habe nie mein 113 Freund, ge. Ich habe dann sind nie. wir weit, dann Ich sind habe wir weit unter 40 ich hab, Prozent. ich hab nie 113 gesagt. Kannst jeden Sub fragen, die können alle zurückspulen, Digga. Ich habe Also niemals erstmal nennst du, ja, hab ich. okay, wie viele Leute hast du im aktuellen Quartal on average? Ja, du kannst das aktuelle Quartal nicht werten. Wenn du selber Hör mal. im ehrlich, mal, so, also, wir können gern Nein, reden. laber mich nicht voll mit so einer Okay. Scheiße. Das ist das aktuelle Quartal und da hat man Aufsicht. Nein, man kann kein abgelaufenes Quartal mit einem laufenden Quartal vergleichen. Das jeder im Man Stream, kann es jeder. doch, man kann es vergleichen, man Okay. muss die Daten nur interpretieren. Nein, kann man Es nicht. hat Nein, nur kann man nicht. Relevanz. Doch, doch, Nein. lass mich doch mal ausreden. Das ist wieder das Typische. Ich komme nach Monaten hier rein und du lässt einen nicht ausreden. Du musst die Daten interpretieren. Entweder du hast eine Prognose, dass es noch steigt oder sinken kann. Aber du kannst aktuell Status quo ein Drittel des aktuellen Quartals mit den vorherigen Quartalen vergleichen. Natürlich geht das. Natürlich Ja, können und die sich ändern. dann vergleiche ich, und dann möchte ich bitte reden, wenn wir reden darüber. Na, du willst ja auch eine Antwort. Dann vergleiche ich die Zahlen und Folge, in Folgesituation. Wenn ich das Quartal nehme, Juli, August, September, das waren alle 3 Monate, wo ich fast komplett nur WoW gespielt habe. Und das waren sehr, sehr gute Monate, die laufen extrem gut. Und da hatte ich im Durchschnitt 250 Zuschauer. In diesen 3 Monaten. Ja, Warte, warte, warte. So, und ja, jetzt nehme ich den aktuellen Monat. Und dann nehme ich Anfang jawohl. des Monats, habe ich New World gespielt und FIFA. Ich habe die ersten 2 Wochen des Oktobers bis auf jetzt, ich habe erst diese Woche, letzte Woche Sonntag, glaube ich, oder Samstag, wieder angefangen, WoW zu spielen. Ja. Davor habe ich 2 Wochen ein anderes Spiel gespielt. Logisch sind meine Zahlen dadurch gesunken. Aber meine Zahlen sind, seitdem ich wieder WoW spiele, wieder deutlich gestiegen. Gestern, vorgestern, vorvorgestern, vorvorgestern, alle Tage immer über 300 Viewer gekommen. Jeden Tag. Im Schnitt über 240 Zuschauer. Immer. Alle die ganze Woche schon. Und letzte Woche, wo ich, seitdem ich WoW spiele. Und das ist ganz normal. Wenn du jetzt sagst, ich Naja, soll. du versuchst jetzt die Daten zu interpretieren. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte gar nicht Hast du doch zurückführen, gesagt. warum es so ist, sondern rein objektiv wollte ich die Zahlen miteinander vergleichen, mehr nicht. Und deine erste Sache, die du geantwortet hast, und das können die Leute ja, wenn die Sub sind, in deiner Aufnahme sehen, hast du gesagt, nee, ich sag hier gar nichts, ich sag hier gar nichts. Was wieder total abweisend, unfreundlich wie eh und je. Und hast dann nachher doch die Zahlen genannt. Und so ist es immer mit dir. Und deswegen bin ich auch damals drauf reingefallen. Ich bin drauf reingefallen, weil ich dachte, ach, der arme Junge, der wird tyrannisiert im Internet von den Leuten. Deswegen habe ich Geld gespendet. Nee, die Leute schreiben mich an und fragen, oh, warum hast du dem Arschloch Geld Und gespendet? Ich jetzt so, Leute, machst du und Arschloch ist jetzt es und erstmal jetzt und nicht. jetzt machst du Das das habe ich. und jetzt machst du genau das, was die Leute mit mir machen, machst du mit anderen Leuten oder was? Ist besser oder was? Ja, kannst du ja auch nicht rechtfertigen. Erstmal reden wir über die Donations, warum ich die gemacht Ja, habe, cool, das damit die interessiert Leute dann das keinen. jetzt Guck mal, mal wissen, wirklich. weil du mir leid Okay. getan hast. Du hast das erzählt mit deiner Okay. Tochter, dass du die hast und nicht Okay. siehst und ich habe mir der arme Junge, spendest du Okay. Geld rein, der meint Okay. doch nur gut und der hat diese ganzen ekligen Leute, die sabotieren. Okay. Und dann habe ich deine eklige Art kennengelernt. Dann Aha. habe ich kennengelernt, wie du mit Menschen Na umgehst. ja, Bist du dann guck aber auch mal in den Spiegel, ne? Du bist ja nicht besser. Du bist kein Was Zentimeter ist das besser. denn? Warte, warte, warte mal, warte mal.
Aha, jetzt ist auf einmal 800 Euro reinbuttern, ist Guck schlecht mal, guck mal, behandeln, guck mal, oder? lass mich auch so. Nein, das nicht. Du, guck mal, ihr Ah, Recht. okay, gut. Ja, wir müssen also irgendwie schon einen Monolog finden, nicht einen Monolog finden, sondern eine Diskussion finden, weil es ist dumm, wenn du die ganze Zeit schreist, ne, und ich ruhig rede und versuche mitzureden und du mich die ganze Zeit übertönst, weil du halt gerne gehört werden möchtest. Ja, also, ich lasse dich doch reden, rage ich dich an, schrei ich dich an, ich rede komplett normal im Vergleich zu sonst. Ja, also entweder für eine normale Diskussion oder so, aber das ist total dumm, Ja, wenn ich du. bin offen für eine normale Ja, Diskussion. gut, ne, dann. Aber du musst mir einen nicht erzählen von ausreden lassen. Du lässt die Leute nie ausreden. Du kickst sie sogar aus dem Channel. Weil wenn du irgendwann genug hast, kickst du die raus, aus dem Channel, aus der Gruppe und so weiter. Ist das so oder ist das nicht so? Eigentlich kommt es meistens darauf an, was diese Leute sagen. Wenn diese Leute anfangen, privat zu werden und Sachen reinzubeziehen in Diskussionen, die eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun haben, natürlich. Weil es einfach eine totale Willkür ist. Das ist so, wenn wir jetzt über, zum Beispiel, du redest jetzt über Spenden und ich fange an, keine Ahnung, über Bäume zu reden. Das passt alles nicht Ja, zusammen. Du das kannst. machst du öfter, Ja richtig. gut, machst du auch. Wir haben gerade angefangen, du bist hier reingekommen, über Statistiken zu rechnen von meinem Stream seit Trovo. Und du hast hier fängst direkt an, wie über Donations zu sprechen, die keinerlei Nee, das relevant ist Thema zur war durch Statistik. mit deinen Statistiken. Ja Das gut. war doch durch. Das Thema haben Ja wir doch gut. geklärt. Du hast weniger Zuschauer als vorher. Ja Punkt. gut, aber du, guck mal, das ist jeder Mensch, der hier im Stream ist, der ein bisschen Ahnung hat von den Finanzen Warum und ziehst du, nee, aber warum ziehst du jetzt die anderen Leute wieder mit ein? ich, Warum ja, können wir nicht weil du beide einfach einen Dialog führen? weil du mir nichts glaubst, das ist das Problem. Das Problem ist, man kann nicht mit jemandem, der einen nicht mag, kann man keine Diskussion führen, ne, auf einer normalen, intelligenten Ebene, weil du mit allem, was ich, egal was ich sage, selbst wenn ich recht habe, du sagst, es ist falsch. Ich kenne diese Geschichte schon, weil das nicht nur bei dir so ist, das ist bei allen so, die mich hassen. Na, das ist bei allen so. Ja, Deswegen ja. ziehe ich doch objektive daraus. Nein, Deswegen tust du sage ich nicht. doch, Das nenn ist doch es einfach ja. die Provo-Zahlen. Das Ich ist ja. vertraue sogar darauf, guck mal, ich vertraue sogar auf die Zahlen, die du nennst. Ich habe noch niemals hinterfragt und habe gesagt, zeig die, sondern ich vertraue dir so sehr, wenn du sagst, 252 Average, dann glaube ich das. Und warum? Weil ich dir mal wieder, weil ich so doof bin und dir einen Vertrauensvorschuss gebe. Und ich bin mir sicher, Also, dass du sogar meine Zahlen nicht angeflunkert du hast. brauchst mir, du brauchst mich, Alter, nicht irgendwas mit Vertrauensbrüchen. Mich interessiert dein Vertrauen nicht. Jemand, Alter, wir brauchen gar nicht Ja, das weiterreden. habe Ich ich mir will. gedacht. Ja, soll ich dir auch sagen, warum? Du mögest recht haben, Ja, sag's dass mir. ich Menschen schlecht behandle und auch Leute, die mir donaten. Aber eine Sache macht dich nicht zu Ja, einem Besseren. ja, ist auch Die so. Ist Leute, auch die so. Leute, die Ist auch dich auch. so. Nein, das ist Ja, wirklich das, so. ja, habe Was ich du doch. jetzt gesagt hast, ist Habe ich wirklich so. darf ich auch ausreden, weil das bringt ja nichts. Ich habe es ja gerade selber bestätigt. Du hast ja das, was ich bestätigt habe, gerade nochmal bestätigt. Willst du es noch fünfmal bestätigen Ja. oder Nee, kann ich weil ich das weiterreden? mal gut finde, dass du es endlich mal Ich sagst. sehe das schon immer Weil du es ein. endlich Ich mal, sehe weil, weil du es, nee, weil du es endlich mal auf den lass mich Punkt ausreden, bringst. lass mich ausreden. Aber auf den Punkt gebracht ist auch, dass du, auch du, Sachen machst, die falsch sind. Und die kann ich hunderte Mal wieder und du brauchst nicht rausreden. Du bist auch mit Leuten der Nee, Zelle bei dir habe zusammen. ich noch nie was falsch Nein, gemacht. hast du Bei dir habe nicht. ich noch nie was Hast du falsch gemacht. nicht? Nö, Hast du noch nicht? nie. Hast du nicht? Bei Hast du dir nicht? habe ich noch nicht einen Fehltritt. Okay, dann nenn mir bitte einen einzigen Fehltritt. Einen einzigen Fehltritt. Hast du Ja, Kontakt? ich komme ja gar nicht zum Reden Ja hier. Ich gut, komme ja dann gar nicht rede. zum Ja, Reden tut mir hier. leid, dann rede. Nenn mir bitte eine einzige Sache, die ich falsch gemacht habe, bevor ich auf das Zellen-Discord gegangen bin. Eine einzige Wer Sache. redet von davor? Was hab ich? Drück mal anders aus. Was hab ich dir denn getan, bevor du da reingejoint bist? Was habe ich dir Du wirklich hast mich getan? schlecht behandelt. Ach, Ja, ich kann es dir sagen. guck mal, ehrlich jetzt, ne? Ich Du habe. hast mich wie, nein, du hast mich wie Dreck behandelt. Und wenn du jetzt sagst, dann nimm mir noch ein Beispiel, Ja. dann kann ich dir sagen, guck dir einfach deine Streamaufzeichnung Kenne meine an, wie du mit Streamaufzeichnung. den Leuten Das richtig? umgehst im RBG. Ach so, Weißt du, okay, du darf hast ich? mich öffentlich, nein, nein, Hä? lass mich noch letzten Punkt hin. Du hast mich öffentlich diffamiert, weil ich mich als alten Mann ausgegeben habe, der donated hat und meine Rolle ist es, ich sag mal, den etwas verwirrten Norbert zu spielen, der mit dem Furorkrieger aus dem Ardenwald durch die Gegend läuft und RBGs leiten möchte. Und da hattest du nichts anderes zu tun, als aufzudecken, was ich für ein schlechter Mensch bin, dass ich mich als Roleplayer Nein, ausgebe. nein, das war nicht der Doch, Grund. genau das war's. Also erstens, Ja, ne, natürlich war es das, ich kenne die weil ich habe Streams. natürlich. Ja, dann red weiter. Komm aber ein bisschen zum Ende, dass ich auch Antwortmöglichkeiten habe. Wenn du einen Monolog erzählst von einer Stunde, ne, kann ich auch nicht mehr antworten auf irgendwas, ne? Du hast sogar meine privaten Daten bekannt gegeben. Hast gesagt, Norbert, Ich? ich weiß, dass du nicht, ich weiß, dass du nicht Norbert bist, sondern dass du der und der bist. Da habe ich dir sogar noch geschrieben und habe gesagt, hey, was ist denn daran so schlimm? Ich donate dir Geld. Lass mich doch den Norbert on-stream spielen und ein bisschen für Lustigkeit und Spaß im RBG sorgen.
und du hast nichts Besseres zu tun gehabt als mein Job, um meinen Namen öffentlich bekannt zu geben, um mich darzustellen, als wenn ich was Negatives wollen würde. Und dann bist du noch auf den Trichter gekommen. Und da könntest du dich jetzt rausreden, indem du sagst, dass andere Leute dich damit angegiftet haben. Da hast du gesagt, ich würde deinen Stream übernehmen wollen, weil ich das Beispiel aus der Bibel genommen habe und gesagt habe, wie Moses, lass mein Volk gehen. Lass mein Volk gehen. Das hat nämlich der Moses zum Pharao gesagt. Darf da, du wolltest mich in eine rechte Ecke stellen, dass ich meinen Job alles verliere. Und dann kamen die Leute, nette Leute von der Zelle auf mich zu und haben gesagt, oh Norbert, das, was dir gerade passiert, das sagt er zu uns immer, dass wir angeblich hier mit der Familie Darf ich auch mal antworten? Oder nee. Ja, ich habe aber nur eine, Ich habe nur eine Frage am Ende. Ja, leg Frage. Ich will nur wissen, was hast du gegen die Bibel? Dass am Ende ich als Nazi dargestellt werde. Ich habe gar nichts gegen die Bibel. Ich habe absolut gar nichts gegen die Bibel. Jetzt möchte ich gerne antworten, ohne dass du dazwischen redest, weil ich habe mir auch das alles angehört hast, was du gesagt hast. Ne? Also Punkt Nummer 1, ne? Ich habe viele Menschen so behandelt wie dich. Der Unterschied ist zu mir, zu dir, Alter, du gehst davon aus, dass wenn du jemandem Geld donätest, dass der dir den Schwanz lutschen muss. So bin ich nicht. Und jeder, der mich kennt, weiß das. Es gibt hier etliche Leute im Stream, die spenden seit Jahren und die wissen das. Die haben sich damit angeschaut oder ein bisschen arrangiert, die wissen, wie sie das zu nehmen haben und du dagegen nicht. So, warum ich dich im Endeffekt, Alter, so angegangen habe, ich habe dich nicht geleakt, sondern Leute aus der Zelle haben dich geleakt. Ich sag jetzt nicht wer, ich kann dir aber sagen, dass Leute von dort auf mich zugekommen sind, ne, einzelne Personen, keine Gruppe, sondern eins, zwei Leute, und die haben mir deinen Twitch-Channel, Alter, und deinen YouTube-Kanal geschenkt. Das waren welche von dort. Ich weiß es, weil die da drinne sind, ne, weil die da schon Jahre drin, oder seitdem es die gibt, mit drinne sind, ne. Das sind hundertprozentig, weil ich könnte jetzt Namen nennen, dann würdest du es wissen, ne, aber werde ich nicht machen. Weil es einfach dumm wäre. Aber YouTube und Twitch ist, sind aber nicht meine Privatdaten. Lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Diese Daten, die ich gekriegt habe, ich habe dich in keiner Form irgendwo geleakt, sondern du hast alles von dir, was mir da zugetragen wurde, selber. Wie du hießt, wusste ich vorher selber nicht mal. Ich wusste nicht mal, dass du dich ausgibst. Ich habe wirklich geglaubt, Alter, du bist ein älterer Herr. Und das ist auch nicht schlimm, ich habe das so genommen. Und warum ich im Endeffekt dann so Druck gemacht habe darauf, dass du dich hier nicht vorstellen sollst, war folgender. Und der ist ganz einfach. Du bist immer öfter mitgekommen, bist immer nett. Das ist auch in Ordnung, das ist auch kein Problem. Du hast Unterhaltung. Das bist du auch jetzt. Ja, das stört mich nicht. Ja, aber du hast dich immer mehr... Du hast dich immer mehr in Fokus gedrückt. Und jeder weiß das. Und du bist nicht der Erste, keine Sorge. Wenn du meinen Namen googelst und ich kann dir jetzt an der Hand Kandidaten wie dich 100 Stück schicken. An der Hand, sofort. Nauli, Becky, Betteltaure, Benediktus, Abschwarten, Staufi und so weiter. Ich kann dir eine Liste machen von 100 Leuten, genau wie du. Vielleicht nicht, die sich als älter Kerl ausgeben, aber in irgendeiner Form, irgendwo mit denen gespielt, irgendwas gewesen, irgendeine Diskussion, irgendeine Aussprache über irgendeinen Bullshit. Lass mich raten, das sind alles Männer, die ungefähr 18 bis 35 Jahre alt sind. Und World of Warcraft spielen und noch auf der Hordenseite, richtig? Das habe ich mit denen gemeinsam. Ja, gut, also ich glaube nicht nur das, und darum geht es mir auch gar nicht, was du mit denen gemeinsam hast. Ich weiß auch, dass in den Zellen-Discord auch Leute sind, die normal sind, das weiß ich auch. Aber ich kann dir sagen, so in meinen Augen, sage ich dir ganz offen, du hast mich vorhin gefragt, was du mir getan hast. Du hast mir bis zu dem Zeitpunkt, Alter, du da reingest, nichts getan. Und dass die Leute, die da irgendwas erzählt haben, das ist auch denen ihr gutes Recht, weil viele Sachen sind öffentlich. Aber viele Sachen, und das kann ich sogar beweisen, werden halt teilweise mit 70% Wahrheit plus 30% Lüge ergänzt, um einfach eine schöne Love Story draus zu machen. Um Unterhaltung zu schaffen, um das Feuer am Laufen zu halten. Weil es gibt nämlich nichts Neues. Es gibt keine neuen Geschichten. Ja, die Verbindung hakt jetzt. Ja, jetzt die Verbindung. Verbindung hat gerade gehakt. Sorry. Ja, was hast du denn als letztes gehört? Ja, hörst du mich jetzt wieder oder nicht? Hallo? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Ja, das war ja gerade die ganze Zeit, warst du abgehakt. Ja, passiert auf alle Fälle. Ich spule nochmal zurück. Auf jeden Fall, dass die Leute, die da die Sachen erzählt haben, ist ja alles gut und schön.
Sei gegönnt. Viele Sachen habe ich gemacht, habe ich getan, habe ich mich entschuldigt. Kann man auch nicht wieder rückgängig machen. Aber Fakt ist, und das ist auch schon hunderte Male bewiesen, dass da auch gelogen wird. Zu 30, 40% zu der Wahrheit, die gesagt wird, oder zu der Wahrheit, die passiert ist, wird halt einfach meistens noch ein Stückchen Kuchen dazugeschoben, ne, um das attraktiver zu machen für die Unterhaltung. Ist so, und das kann ich in fast jedem zweiten Punkt beweisen. Ist einfach so. Nehmen wir mal PlayStation. Ja, aber nochmal, du redest jetzt davon, du redest von der aktuellen Zeit. Ich rede, bevor das überhaupt passiert ist, bevor ich auf die gute Seite überhaupt rüber gewechselt Naja, bin. guck mal, also Darüber rede ich. erstens solltest du dir wirklich gut überlegen, was du sagst mit guter Seite, ne? Weil ich kann dir jetzt an der Hand hier sofort 30 Leute herholen, die von den Leuten dort, Alter, gedoxt werden, ne? Die von den Leuten bedroht werden, die in Trovo angeschrieben werden, die bedroht werden, teilweise sogar mit extremen, ne, privaten Informationen, und du sagst auf die gute Seite. Und da sind Leute dabei, bei weitem, die keine schlechten Menschen sind, die dir nichts getan haben, die denen nichts getan haben, und trotzdem werden sie bedroht, trotzdem werden sie angeschrieben und gesagt, oh, du hättest den hier, dies und das und jenes, wir schicken dir Also, Pizzen. ich würde gerne auf mein Hauptthema zurück, nämlich Ja. unsere erste Begegnung, nämlich Ja. sozusagen die erste Phase, wo wir uns kennengelernt haben. Ja, ich bin der Furorkrieger aus dem Ahnenwald und habe Roleplay betrieben. Punkt. Und dann, aber das hast du ja jetzt gerade auch wieder subtil versucht, mir zu unterstellen, dass ich hier deine Viewer klauen möchte, Das weil habe ich ich auch heimlich so nicht gemacht. Das habe ich. an meiner neuen Streaming-Karriere arbeiten würde und, und. Das habe ich So, und so. da hat das eine. Ja, bitte. Und da hat das eine Wende genommen, die ich dann wirklich uncharmant fand. Und dann kam das ja, dass ich gesagt habe: Hör mal, lieber Aaron, kurze Frage. Dein Chat, der schreibt hier manchmal gar nicht so schlimme Sachen. Könntest du mir vielleicht mal beantworten, warum die Nachrichten gelöscht werden? Erinnerst du dich noch dran? Okay. Ja, selbstverständlich. So, und dann habe ich gesagt, das ist hier ein bisschen wie die Bücherverbrennung. Okay, Ich ja. habe es anders gesagt, nämlich der genaue Satz war, ich habe gesagt, was ist der Unterschied zwischen deinem Kanal und der Bücherverbrennung? Nee, Weil die Leute zensiert werden. du hast wortwörtlich gesagt, Alter, ne, so wie du die Nachrichten löscht, so hat man damals, Alter, Punkt, 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 Alter, die Bücher verbrannt. So hast du es gesagt. Ja. Ja, ich glaube, die genaue Aufzeichnung haben die Leute ja geklippt. Also von daher, können die Leute auch da geklippen, und gibt's die Antwort so. darauf, Hey, ich möchte gleich darauf, lass darf ich mich, dir darauf noch eine ja, Antwort geben oder lass nicht? mich, Okay, ja, dann red erst ja, mal. dann sag's bitte, ja, Die dann sag's Antwort bitte. ist dann, findest du, dass du sagst zum Beispiel, ne, dass ich dich schlecht behandelt habe, aber kannst du dir vorstellen, dass was Leute im Chat schreiben, vielleicht mich schlecht behandelt, dass vielleicht was für dich vielleicht Unterhaltung ist und für dich vielleicht Zensur ist, vielleicht für mich erniedrigend ist, für mich demütigt ist, für mich Dummache ist, Beleidigung ist? Kannst du dir das also in irgendeiner Phase deines menschlichen Ja. Daseins vorstellen, dass mich das als Streamer angreift, was ich lösche? Also wenn jemand schreibt, oh Radio Merseburg, finde ich nicht, dass man deswegen den ganzen Das Chat löschen muss. wurde nicht geschrieben. Da wurden andere Sachen geschrieben, warum der ganze Chat gelöscht wird. Nee, du verstehst, worauf ich hinaus will, dass das eine Nee. subjektive Wahrnehmungssache ist. Und wir reden von objektiv schlimmen Sachen, die Straftaten ähnlich sind. Da kann ich verstehen, dass man das löscht. Richtig. Ach, Richtig. das darf ich nur löschen. Okay, also Straftaten darf man nur löschen. Ja, Okay. Okay. aber lustige Sachen, mal ein paar Späßchen, Norbert, wir sind ein Volk oder sonst was, das hast du auch gelöscht. Solche Sachen. Oder Richtig, Kritik, wenn richtig. jemand geschrieben hat, wenn jemand, sag ich mal, gesagt hat, hör mal, in Wirklichkeit bist du wirklich nur ein 1,8er-Spieler, da bist du an die Decke gegangen. Und das ist ja Ja, eine natürlich. objektive Wahrheit, Das hat das ist ja noch nicht mal böse gemeint. nichts mit Weißt du, wie ich das meine? hat nichts mit objektiver Wahrheit zu tun, wenn kein Oder wenn wenn die Leute geschrieben haben, dass du geboostet wirst, das ist doch nicht schlimm, das sind Fakten und da muss man Guck doch mal, nicht Zensur guck betreiben. mal, erstens, du sagst jetzt, das sind Fakten. So, aber Fakt ist, es ist nicht so. Das ist für mich ist das Verbreitung von Lügen. In meinen Okay, Augen als Streamer, ich dann habe, würde pass ich dir auf, eine ich Frage streame, ich stellen. stream, warte, darfst sofort, ich streame jetzt seit Anfang PvP. Ich habe alle meine PvP-Erfolge gestreamt, alles. Ich habe nie was offstream gemacht. Ich habe alles vor der Cam und vor dem Stream gemacht. Ich habe von meinem ersten 1.8-Achievement oder 1.6-Achievement, 1.8, 2K, 2.2, 2.4, HOTA, ich habe alles, ob 3er, 2er, 5er damals, also ich habe alles gestreamt. Ich habe jeden Ja, das, einzelnen Erfolg, ja, den ich im PvP richtig. habe, gestreamt. Und du sagst mir Richtig, jetzt, und richtig. der einzige Punkt, wo ich
ich Hilfe hatte von anderen Leuten, um wirklich, wo ich sagen muss, ich könnte in deinen Augen gebußt werden, war im Dreier von 2400 knapp und 2370 zum damaligen Zeitpunkt auf 2,7, wo ich mit Prey und Blood X gespielt habe. Das war der einzige, das einzige. Also erstmal, ich kenne dich ja erst seit einem Jahr. Also erstmal, erstmal. Richtig, du hast vollkommen recht. Das ist die Geschichte, die du dir selber erzählst und die du auch immer den Leuten erzählst. Vollkommen richtig. Da will ich auch gar nichts gegen sagen. Also das ist eine Lüge, da lasse ich dich in deiner Welt. Also ich sag mal so, es ist nicht die objektive Realität. Ich wollte jetzt mal kurze Zwischenfrage stellen. Wenn ich jetzt mit jemandem Zweier spiele, der 2700er Rating hat und ich bin auf 1,5, werde ich dann von der Person geboostet oder werde ich nicht geboostet? Inwiefern? Kommt drauf an. Ja, wie inwiefern? Also ich gehe mit der Person gibt es nicht. Also ich habe noch nie gesehen, dass so ein Unterschied miteinander spielt. In meinem ganzen Leben noch nicht. Okay, weil ich habe mal eine Frage. War so ein Typ, ich glaube, der hat irgendwie so einen Lispelfehler. Der war, als ich noch gezockt habe, Anfang der Season, auf 2,5 schon, so ein Holypala. Wie heißt der Typ nochmal? Mit dem hast du auch mal gespielt. Hä? Nee, ich rede nicht von dem Bayer-Typen, sondern so ein kleiner Junge. So ein Paladin. Vielleicht kennt dein Chat den noch. Meinst, so ein Paladin. Meinst du Kavi? Nee, ein Paladin ist das. Ja, Kavi ist ein Paladin. Nein, der hat einen anderen Namen. Du hast mit einem 2,5er Heal Paladin gespielt. Ja, Kavi. Anderen Paladin habe ich nicht gespielt. Wer denn sonst? Poxy, die alte Lispelsau, richtig. Sabius. Genau. Poxy, der war das. Du hast mit Poxy gespielt. Hä, mit Poxy hab ich nie richtig gespielt, nein. Also ich habe diese Season und letzte Season im Maximalfall, Alter, ne, aktiv wirklich mit einem Pala gespielt, mit Kavi, Zabius, eventuell sogar mal kurz Boruk, aber nie mit Poxy. Also ich bin mir sicher, dass du locker 20, 30 Spiele mit diesem, weil ansonsten wüsste ich ja nicht, dass der so redet. Und du hast auch mit diesem, wie heißt der nochmal, der war noch vor 2 Tagen in deinem Ding, der ist auch ein sehr netter Booster, der aus Bayer, ganz feiner Kerl, der hält sich auch eigentlich immer zurück. Yogi, der ist auch nur für Entertainment. Ja, Jürgen, der lebt auch noch, aber den habe ich noch nicht mal, den wollte ich gar nicht erwähnen. Okay. Aber ich meine, mit dem, der spielt doch auch 2,7, 2,8, jetzt mittlerweile ja fast Mitte der Season. Ja. So, wenn du mit solchen Leuten spielst, und das ist eine Frage, und die stelle ich dir, von mir aus, ich möchte jetzt auch nicht reduzierend sein, kann dein Chat mir auch gerne beantworten. Wenn du mit so einer Person spielst, ja, aber du mir die Frage und der Chat zu antworten. Warte, nee, ich stelle dir die Frage. Ich meine, ich will die anderen jetzt mal nicht ausblenden. Okay. Und rein theoretisch, gehen wir mal davon aus, dass du von alleine auf 1,8 gekommen bist. Ne? Gehen wir davon mal aus. Du bist 1,8 und du spielst mit einem Yogi oder Poxy, der auf 2,4, 2,5 ist. Und du spielst mit dem 30, 40 Games. Und dein Rating verändert sich nicht. Es geht nicht hoch und es geht nicht runter. Du bleibst auf 1,8 Hardstack. Mit solchen 2,7ern Leuten. Okay. Was sagt das dann bitte über dich aus? Wo ist das denn? Was sagt das über dich aus? Wo ist denn das so der Fall? Das ist immer so. Guck mal, du wolltest aber eine Frage stellen. Was ist denn jetzt die Frage genau? Ja, die Frage ist, was sagt das über dich aus? Was das über mich aussagt? Also als erstes möchte ich da gleich mal einhaken. Hast du dir mal eine Frage stellen? Bevor ich mal die Frage antworte, was das über mich aussagt, würde ich gerne eine Frage von dir beantwortet kriegen. Hast du eine Ahnung? Und ich würde wirklich gerne. Das ist doch wieder scheiße. Ich krieg sofort eine Antwort. Es macht halt keinen Sinn, dir eine Antwort zu geben auf eine Frage, die du dir selber beantwortest einfach. Ist doch total dumm, wenn ich dir jetzt eine Antwort gebe. Ich will ja wissen, ob du es verstehst, was du sagen willst, ne? Aber du willst einfach nur das hören, worauf du Bock hast und nicht das, was der Wahrheit entspricht. Meine Antwort ist ganz einfach, Alter. Ich spiele keine Klasse, Alter, die momentan, Alter, in der Kombination mit denen gut ist. Und keine der Klassen, die ich spielen könnte, in der Kombination mit denen spielen alle Palas, sind alles Holypalas. So. Holypala, Alter, der ist allgemein nicht so gut im TuS. So. Und da ich zum Beispiel mit Eule gespielt... Darauf kommt das an? Ja, wenn ich zum... Ich mach mal ein Beispiel. Ich habe meinen Monk zum Beispiel nach 2 Jahren wieder ausgekramt.
Den Monk habe ich auf knapp 1,8. Red doch nicht über deinen Monk, red doch bitte über genau, deinen Dekar. Es ist ja das beste Beispiel. Du hast gerade ein Beispiel gebracht. Du hast gesagt, was wäre, wenn du mit 1,8 Rating mit jemandem spielst, der Rating hat. Und das habe ich getan. Warum schreist du denn jetzt weil du deine eigene weil du deine eigene Frage widerlegen willst. Du stellst mir eine Frage, ich will diese Frage angrund eines Beispiels auf meinen Monk beantworten und du sagst, oh, nicht dein Monk. Warum? Es ist genau das gleiche Beispiel. Es ist perfekt. Weil ich nicht mehr spiele zu der Zeit deines Monks. Es ist da egal. Ich kenne deinen Monk gar nicht. Ja, du brauchst ihn gar nicht. Ich kann nur was über deine Eule, über dein Deka und über deinen. Ja, aber es ist da egal. Als Beispiel, mein Monk hatte 1,8. Ich habe meinen Monk alleine über den Tool auf 1,8, bisschen über 1,8 hochgespielt. So, und Crucia, ein mehrfacher Gladiator-Hunter, der mich schon seit Jahren guckt, hat sich erbarmt. Ich kenne die Leute nicht. Ja, ist egal. Ein guter Spieler, der spielt Hunter und ist mehrfach Gladi. Guckt meinen Stream seit Jahren und er hat sich entschlossen, mir zu helfen auf 2,1 im Tools. Mit Monk und dem Hunter war es ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel auf 2-2 zu spielen mit dem Hunter. Kinderleicht! Im Vergleich zu meiner Eule und meinem DK etc. Alter, spiele ich den Monk wesentlich schlechter. Und dennoch war es kinderleicht. Okay. Und warum war es kinderleicht? Okay. Weil der Monk, weil einfach Hunter, Monk oder beziehungsweise Hunter allgemein extrem OP-Klasse ist. Während Eule zum Beispiel im Tools extrem scheiße ist mit einem Pala. Weil du gegen so Kombinationen. Ja. Darf ich eine kurze Frage zu deinem Monk stellen? Ja, stell eine Frage. Das, worüber du jetzt, nee, ich hake jetzt direkt drauf ein. Das, worüber du jetzt gerade sprichst, über diesen Hunter, der mit dir locker auf 2-1 gezogen hat, da habe ich eine ganz kurze Frage. Ja. Das war an Tag 1 der neuen Season mit deinem Monk? Oder hast du den Monk erst im späteren Verlauf der Season? Nein, später im Verlauf. Erst vor ein paar Wochen, vor 3-4 Wochen maximal, ja. Ah, okay, wo jeder Schimmel schon auf 1-8 startet. Okay, gut. Ja, nee, wollte ich nur wissen. Okay, wo jeder Schimmel schon auf 1-8 startet. Okay. Du hast mit sehr, sehr guten Leuten, sehr, sehr, ich meine, ich rede hier von den Besten der Besten, hast du gespielt mit deiner Eule, mit deinem Schurken und mit deinem Deka. Beim Schurken und du bist nicht. Ja, du hast auch RBG gespielt. Das ist genau, da läuft genau auf der gleiche hinaus. Du hast mit deinem Schurken kein RBG gespielt? Nein, aber du hast gerade gesagt, ich zitiere dich wortwörtlich, nicht, dass du was nicht, dass du hier irgendwelche Sachen wieder erfindest, wie er es so gerne macht. Ne? Du spielst das mit dem Besten der Besten gespielt. Der Besten der Besten der Besten. Ja. Habe ich nicht. Ich habe mit meiner Eule mit den Besten gespielt, aber nie mit meinem DK und nie mit meinem Rogue und nie mit meinem Monk. So. Okay, dann machen wir nochmal einen objektiven Vergleich. Wenn ich mir andere Streamer angucke, die spielen innerhalb der ersten zwei Wochen spielen die mit jeder Klasse, die spielen, mit ihren Top-Gladiator-Freunden auf 2-1 mindestens hoch, um sich dann in dieser Truhe, Vault oder so, am Ende der Woche dieses Top-Item zu holen. Jeder. Ja, so, jeder. Du referierst immer auf irgendwelche Achievements von vor 10 Jahren. Aber es ist aktuell der Fall. Dein aktueller Status quo ist, dass du nicht mehr auf diesem Niveau spielst. Welchem Niveau? Ist nicht böse gemeint. Welchem Niveau? Also ich sag mal so 1,8, glaube ich, kriegst du vielleicht noch hin. Mit den Milis weiß ich nicht, aber mit der Eule auf jeden Fall. Da kommst du locker im Dreier oder Zweier auf 2K. Reden wir gerade von Arena oder vom RBG? Von Arena. RBG ist ja sieht aber ja du noch weißt, schlechter dir, aus. Da brauchst du ja dir, neun dir, andere. Dir ist schon bewusst, dass ich ein RBG-Spieler bin seit Jahren und kein Arena-Spieler? Wieso argumentierst du dann doch mit aber jetzt, ich rede doch, RBG können wir doch gleich kommen. Lass uns ja erstmal über Arena sprechen. Ja, aber ich will nur kurz einhaken. Macht es denn Sinn? Ich mach mal ein Beispiel. Ich will es nur mal kurz klar. Du kannst dann gerne weiterreden und vieles wie mir egal. Aber würde es Sinn machen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Vars in den Stream gehe? Kennst du Vars, den Schurken? Die interessieren mich wirklich nicht. Tut mir leid. Picaro. Würde es Sinn machen, wenn ich zu Picaro in den Stream gehe und du diskutierst mit ihm und sagst, Alter, ja, fangen wir mal an, über dein RBG-Rating zu reden. Oh ja, letzte Season 1,8, die Season davor 1,9. Macht das Sinn? Ja. Ja. Warum? Ja. Wenn der kein RBG spielt. Also erstmal, weil es zwischen RBG und Arena, da es beides PvP ist, eine gewisse Schnittmenge gibt. Ja, aber die beiden unterscheiden sich nachher auf dem höchsten Level in der Spezifität des Fachwissens
der kognitiven Anforderung und der Modellierung des Games. Da unterscheiden die sich nachher im Top-Bereich. Aber die Aha. Schnittmenge ist so, dass man zum Beispiel, ich hau jetzt mal Ja. eine Hypothese raus, Klar. ich sage, dass jeder Gladiatorspieler ohne Probleme in einem normalen Gladiator-Team auf 2-1 ins RBG kommt. Also, Gladiatoren kommen meines Erachtens ohne Probleme, also 2-4er, ich kenne das jetzt nicht im Ja, Arena, erzähl mal ohne kurz. Probleme auf RBG. Einfach weil sie dieses PvP-Grundwissen, Warte, dieses warte, 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 warte. Spielverständnis haben. Moment, Moment, Moment. Also du meinst, ich mach mal ein Beispiel, so wie du das gerade andeuten wolltest, meinst du, also wenn jetzt praktisch, sagen wir mal, es spielen jetzt, keine Ahnung, 9 Gladys aus der Arena, fangen jetzt an RBG zu spielen und spielen gegen 9 Leute, die zum Richtig. Beispiel RBG spielen. Und dann meinst du, die Leute, die da aus der Arena ins RBG reinjoinen, würden dann die Leute aus dem RBG machen, oder was? Also erstmal sind es, glaube ich, 10 Leute, Ja, oder? 10 meinst du? es war ein Beispiel. Zehn. Also wenn jetzt 10 Ja, Leute aus dem okay. Arena anfangen RBG zu spielen und 10 Leute aus RBG Ja. auf die 10 Leute vom Arena treffen, würden die Leute aus der Arena gewinnen, oder wie? Ja, also erstmal, pass auf, nicht gegen die Top 10 RBG-Spieler, weil die Top 10 RBG-Spieler, die haben wieder spezifisches Fachwissen, was die Arena-Spieler nicht haben. Ne? Also nicht gegen die Top 10, aber die Wahrscheinlichkeit, ich mach mal ein Zahlenbeispiel, von 0 Rating bis auf Tausender Rating gebe ich den Gladiatoren eine 99-prozentige Winchance. Von 0 bis 1000 Rating, 99%. Von 1000 bis 1600er Rating gebe ich den RBG-Spielern eine, ich sag mal, 90% Win-Ratio. Das heißt, von 100 Spielen, ne, gewinnen die 90 und 10 würden die verlieren, bis auf 1600. Und dann von 1,6 bis auf 2100 sage ich, dass die Gladiatoren eine Win-Ratio von 65, 70% haben, was immer noch höher ist als des normalen 1,8er, 1,9er Spielers. Okay. Also, weil die ein gewisses spielerisches Können einfach schon mitbringen. Ne, die haben eine höhere kognitive Auffassungsgabe. Das sind ja gute, intelligente Jungs. Aber ich sage nicht, dass die jetzt von vornherein sofort Platz 1 RBG machen. Da wolltest du mich hinbeten. Das meine ich nicht. Da brauchen die Jungs natürlich auch wieder Nee, da wollte ich dich eigentlich Training. nicht entbeten. Eigentlich würde mich interessieren, wenn du sagst, dass sie Gladiatoren machen. Ist dir vielleicht auch bewusst gekommen, dass auch im RBG Leute sind, die Gladi sind? Dass es nicht nur Leute gibt, die Arena spielen und dann swappen, sondern es auch Leute gibt RBG, die beide spielen? Wie sieht's denn dann aus? Wie Ja, aber sieht's? da gehörst du ja nicht zu. Naja, guck mal, das Ding ist, du diskutierst ja immer, sagst ja, ich gehöre maximal auf 1,8, ne? Also ist ja schon schön eure Aussage. Da stellt sich mir die Frage, und ich habe maximal auf 1,8. Mach Aaron, mich, das bitte ist doch hör jetzt nicht auf, böse da. Bitte, Lütz, nein, es geht nicht um böse, es geht hier gar nicht um bitte, böse. bitte, nein, Ich bitte rede versteh, von. nee, aber bitte versteh doch Red mal, dich bitte jetzt mal versteh doch mal, aus. dass das nicht böse gemeint ist. Ich Habe rede ich doch irgendwas einfach gesagt davon, von böse? Habe ich irgendwas? wenn du spielst, nein, Was? wenn du spielst, Ja. aber das siehst du doch selber, du spielst 1000 Games, du kommst Ja. nicht über 1800, dann Aber bist du doch wo ein denn? 1,8er Spieler, das ist doch nicht Jetzt böse. mal ehrlich, jetzt mal ehrlich. Also, wo siehst du das denn? Wo steht das denn? Also, ich Ja, verstehe nicht. in einem Stream, sonst würde ich das ja nicht sagen Welcher können. In einem Stream. mir bitte jetzt, welcher meiner Chars und mein Rogue spiele ich nicht aktiv, gar nicht, welcher meiner Chars ist nicht über 1,8? Ja, weil du ja jetzt schon geboostet wurdest Guck wieder. mal, jetzt mal ehrlich, also guck mal, das meine ich. Für sowas, das finde ich einfach asozial. In meinen Augen ist asozial. Du kannst das gern so Warum? sehen, Wir reden doch normal, ne? Wir reden doch normal. weil du lügst. Weil jeder weiß, dass ich kein festes Team habe. Ich habe kaum noch Freunde auf der Seite. Ich habe gestern live on Stream mit einer Ja, kompletten hör Crew. doch mal auf mit deinem festen Team. Hör doch mal auf, Guck was hat mal, denn ein festes Team damit zu ich tun? habe gestern, Ich brauche doch kein festes Team, um okay. auf Ich 2-1 zu habe kommen. gestern Beispiel. Ich habe gestern mit Best Rips gespielt. Best Rips hat, Alter, keine Ahnung, der ist aus Ich dem kenne TV. die Leute Ja, nicht. das sind Ich kenne Leute die ohne Leute XP. nicht. Kein Gladi, kein Hota, kein Nix. 1,8 Max XP. Den habe Ja, ich so wie du, mitgenommen. oder? Hä? Verstehe ich nicht. So wie ich. So wie ich. Also Ja, wenn du ich. hast doch jetzt die letzte. Hast du letzte Season Hota gemacht? Nein. Ich habe meinen Hota runtergespielt. Weil ich Stream über Hota gestellt Letzte habe. Season. Ja, ich habe Hota runtergespielt. Ich hätte es hitten können, ja? Ich habe live von Stream runtergespielt. Ich habe von Ja, 2.600, ja. 368, Alter, habe ich von Hota-Rating auf 2.100 runtergespielt. Für den Stream, korrekt. Hast Weil du Stream wichtiger war, weil... dieses,
Ja, aber guck mal, es geht noch darum, Aaron, bitte, bitte jetzt nicht Unglaublich, wieder ne? so euphorisch und laut werden, ne? Ja, Bitte, weil bitte, du, sonst meine Ohren halten das nicht aus. deine Meine, Ohren, bitte, okay. bitte, lass uns einfach nochmal reden. Du spielst doch mit, ich wollte die Namen erst nicht nennen, aber du spielst doch mit so Leuten wie Sydney, Nein. Shikes und Nein. so weiter. Mit denen hast du doch, also ich bin mir sicher, dass du mindestens ein Spiel in der Season mit den Ja, Leuten gespielt hast. ein Spiel, jeder hat mit denen ein Spiel gemacht. Da muss jeder Und geboostet mit oder deiner was? Eule? Ist jeder geboostet oder was? Wie sieht's Ja, denn bei das Leuten, geht. wie sieht's denn bei. Nein. Digga, das. Dein Argument bringt einfach nichts. Weil das Guck Problem. mal. Nein, weil du sagst, weißt du, dann müsstest du ja theoretisch laut deiner Aussage, hab ich dann ja Sydney geboostet. Und jetzt hat er mich geboostet. So redest du Nein, gerade. er hat ja. Nein, guck mal, er ist ja der bessere Warte, Spieler. warte, 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 Darum warte, geht's. warte, da will ich gleich einhaken, Es da will geht ich doch einhaken. darum. Lass mich kurz ausreden, bitte. Es. Es, lass mich an. Ja. Er ist momentan der bessere Spieler. Richtig. Habe ich nie abgestritten. Ich sag ihm auch immer, Alter, und sag auch alle, dass sie eine gute Truppe sind. Menschlich sind die assi zu mir, aber gute Spieler sind sie dennoch. Aber jetzt rollen wir die Uhr mal zurück. In Legion habe ich ihn aus dem Tool geholt. Da hatte ich bereits HOTA und er nur 2K. Ja. Und ich habe ihn mitgenommen. Also das glaube ich dir. Ja, Naja, das glaube warte, ich. Ich aber habe auch. Nein, nein, ich meine, ich laut, hab, glaube das. laut deiner Aussage ist er dann ja theoretisch damals von mir geboostet worden. Ja, das kann auch gut sein. Also, Also ist ja, ja, genau, sehr also guter Punkt, richtig. Lass mich laut deiner, laut. sagen, ja, lass mich doch mal bitte antworten. Ja, richtig. Du wirst ihn damals, da bin ich mir sicher, dass du diesen 11-jährigen Jungen damals geboostet hast. Er Auf war jeden nicht Fall. 11. Also da bin ich hundertprozentig sicher. Wie kommst du denn darauf, Aber, dass er nee, 11 nein, war, Alter? lass mich. Ja, tut mir leid, du hast jetzt gerade Legion gesagt, das war vor 5 Jahren dann, 2016. Er ist Dann will ich das 21, jetzt so Junge. ein. Oh, dann war er 16, tut mir Ja, leid. das ist Sorry, dass schon ich ein mich mit Kinder, Unterschied. ja, tut mir, dass ich mit Kinderaltern nicht auskenne. Tut mir leid. Aber ich sage, ich nur mal als Beispiel, weil das Internet ist ja voll mit Videos von dir. Da gibt es auch noch Videos von so einem RBG mit so einem Minenwagen. Da fährt das zu so einem Minenwagen. Ich weiß nicht, wie das heißt, ne? Und da habe ich so Clips gehört, da haben die kleinen Kids noch so eine richtig piepsige Stimme. Einzige ist hier dieser, wo die Leute immer schreiben, da wäre ein Kenneck oder so, ich weiß nicht, wie der heißt, dieser Massaker oder so. Der hat da schon eine erwachsene Stimme, irgendwie wie so ein 25-Jähriger. Die haben damals schon mit dir zusammengespielt. Und ich bin mir sicher, dass du denen eine Menge beigebracht hast damals. Keine Ja, Frage. guck mal, warte mal. Das würde ich Guck mal, niemals. Nein, jetzt nein, guck. nein, aber wir reden noch von Status quo. Du bist aktuell nicht mehr über dem 1,8er-Niveau. Darüber Ja, aber reden wir. guck Dass du mal, früher mal ein guck mal, 2,7er Rating jetzt, hast, das kann dir doch keiner ich guck mal, abschreiben. Nein, fang. das kann dir doch keiner Ey, Alter, abschreiben. das macht er. Wir reden hier auch nicht von 2,7 oder irgendwas, Alter. Da fange ich gar nicht an. Das habe ich nie angedeutet. Ich habe gesagt, ich spiele momentan auf gut 2,1, Alter, und das reicht mir auch. Das habe ich vor 2 Tagen erst gesagt. Und Digga, guck Ja, aber mal. da, ja, aber Das, da, guck mal, ich nee. habe mein Druiden, der zweite Druide, der Thurazo zum Beispiel, der war vorher Allianz. Da habe ich keine Mates gehabt, null. Da habe ich on-stream über den Tool, ohne Leute, ich kannte nicht einen einzigen. Ich habe mit einer kompletten Random-Gruppe hochgespielt. Ich habe meine 2-1 auf Ali-Seite mit einer Tool-Gruppe, ohne dass ich nur einen kannte, teilweise mit Russen gemacht, die nicht meine Sprache sprechen, teilweise auch meine XP oder weniger. Ne? Ich habe keinen gekannt. Digga, das Problem ist, so Leute wie du, ne, und du urteilst, weil andere das sagen. Du glaubst Leuten, ne, die deutlich, deutlich kein XP haben. Leute, mit denen Nein, wie. nein, ich glaube nicht Sie haben Leuten, doch, sondern, die guck haben mal, es doch, geht die haben doch, doch, okay, die haben guck mal, doch, die haben. lass Ja, mich doch einmal lass bitte dich, ich lass ausreden. dich doch schon seit einer Stunde reden. Ah ja, komm, red da. Ich gucke auf deinen Stream. Du sagst, du bist über 2,1, ich sag, du bist unter 2,1. Aber ist nicht auch interessant, was die anderen Leute sagen? Wenn die ganzen anderen Leute sagen, dass du unter 2,1 spielst, sollen die eine 1 im Chat machen. Wenn noch einer sagt, dass du unter 2,1 spielst, soll er eine 1 im Chat machen. Wenn die sagen, dass du über 2,1 spielst, sollen die eine 2 im Chat machen. Dann haben wir doch mal ungefähr ein Kriterium, was die anderen sagen. Anderen. Die anderen, okay. Kannst du dich an das Du Gespräch erinnern, spielst. was? Kannst du dich an das Gespräch erinnern, wo du mit Shikes im Discord warst, mit dem einen der guten Spieler, den du noch so gelobt hast, selbst er hat dir gesagt, dass ich nicht Der geboostet bin Parler. im RBG. Nein, nicht dem Parler, dem Priester. Dem 3K-Priester. Der mit dir im Discord geredet hat, der dir versucht zu erklären damals, der sogar noch laut geworden ist, weil du wirklich, Alter, ne, auf kommen wollen, mir reindrücken wolltest, dass ich scheiße bin. Weil ich mit irgendwelchen Leuten geredet Normal, du habe. bist. Nein, 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 du bist Doch, nicht scheiße, aber du tust immer so, als wenn du der hat auf dem Niveau über 2,1 wärst.
Der hat dir damals schon gesagt, und das wird er auch wieder machen, weil er einfach ein ehrlicher Mensch ist, auch wenn er mich ab und zu assi behandelt, oder ich mich ahnen lasse, weil ich aber scheiße zu ihm bin. Guck mal, ja, es geht. Nein, lass ich hab dir doch hör jetzt, hör jetzt gezeigt, auf, das hör war doch, jetzt eine, auf, das war hör doch jetzt eine Verarsche jetzt gerade mit dem Chat, um zu sehen, dass du das, was nee, die anderen Leute sagen, brauchst dass du reden, das nicht heranziehen kannst. Du hast am Anfang. Es ist ein objektives Kriterium. Du kommst nicht. Du hast am Anfang okay, des Gesprächs. Ich lasse es. Ich gebe nach. Ja, aber du hast am Anfang des Gesprächs hast gesagt, wir machen ein Vier-Augen-Gespräch unter uns und zieh nicht den Chat mit rein. Und jetzt ziehst du selber den Chat mit rein. Das ergibt doch keinen Sinn. Du sagst am Anfang. Du ziehst doch andere Leute rein. Pass auf, ich spiele dieses Game seit 8 Jahren. Nee, also seit länger als 8 Jahren. Ich spiele es seit 2003. Ja, lasse dich jetzt seit einer Stunde am laufenden Mann reden, ja, ohne groß laut zu werden. Ja, dann hör aber auch mal zu und versuch wirklich mal wie ein erwachsener Mann zu antworten, ja, und nicht wie ein kleines, bockiges Kind, was mich nicht mag, weil das nervt. Nee, ja, ich bin dir positiv gestimmt. Guck mal, wäre ich ja nicht ins Discord gekommen. Das hat nichts mit positiv gestimmt zu tun. Es ist eine, du sagst eine objektive Meinung. Es ist eine ganz einfache These. Richtig. Ich habe 2013 angefangen zu streamen. Ich habe alle meine PvP-Achievements alter live von Stream gemacht. Jeder hat alles gesehen. Natürlich habe ich mit Gladys und Co. gespielt, aber diese Leute haben nicht immer mit mir gespielt. Diese Leute habe ich nicht irgendwo am Straßenrand gefunden und bezahlt, dass sie mit mir spielen, sondern sie haben mit mir gespielt, weil ich an einem gewissen Zeitpunkt, lass mich ausreden, nicht jetzt, aber an einem gewissen Zeitpunkt im Laufe der Jahre eine Leistung erbracht habe, die deren würdig war. Und weil sie mich halt über Jahre auch kennengelernt haben. Und diese Leute wissen auch, dass ich diese Leistung unter gleichgesinnten Spielern abrufen kann. Aber dass es momentan so ist, ich diese Leistung nicht abrufen kann, weil ich mich zu leicht von Leuten trinken kann. Aber dennoch habe ich die Leistung in mir, kann sie nur nicht abrufen. Aber wenn du so etwas zu mir sagst, ich bin ein 1,8er, Digga, du, so jemanden, der mit Tool-Leuten... Ja, aktuell, in Shadowlands. Digga, auch in Shadowlands habe ich letzte Season ohne Leute wie Shikes und so, da habe ich mit Kelloween und Co. und Koftis und sowas, PvE-Leuten teilweise, habe ich auf 268 gespielt und habe mein HOTA-Rating mutwillig verspielt, weil ich spielen wollte. Weil, wenn man nun mal streamt und man hat nicht so viele Chars und man hat keinen Bock auf Leveln, dann hat man zwei Optionen, man spielt runter... Ne, oder man spielt hoch, aber hoch geht nicht immer, weil die Leute nicht immer Zeit haben. Weil wenn ich 12 Stunden zocke, können die Hälfte nur die Hälfte zocken zum Beispiel. Das muss man einkalkulieren. Da hast du halt die Option, ich spiele runter, kann dafür mehr spielen. Oder ich zitte das Rating und habe dafür HOTA. Und diese Option habe ich mehrfach, Alter, genutzt und runtergespielt. Es ist nun mal so. Aber wenn du zu mir hier sagst, Alter, ich bin irgendwie 1,8, dann fühle ich mich angegriffen. Und ich sag dir, wenn du sowas zu einem anderen Spieler sagen würdest, keine Ahnung, der würde dich einfach auslachen. Weil wie kann denn jemand... Also erstmal, ich kenne deine letzte Season nicht, aber wenn ich da lese, das, was dieser Brödel schreibt, der schreibt doch, last Season warst du auf 2,6 wegen Avi Danze. Ah, ich nicht. Ja, ich weiß nicht, wer das ist. Ich hab mit ihm gespielt, Brödel, hör auf Kacke zu labern. Fuck ihn selber. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich kann ja nur sagen, was ich aktuell sehe. Mach mal bitte doch einfach mal die aktuelle Season. Ich sehe nicht, dass du wie andere Streamer auf 2,4, 2,5 oder sonst was bist. Und ich sehe aber, dass wenn du mit sehr, sehr guten Leuten spielst, wie diesem Yogi oder sonst was, dass du nicht über 2-1 kommst. Okay. Entweder Arena. Okay. Ja, aber wo komme ich denn mit diesen Leuten? Die Leute spielen doch nicht mit mir serious. Verstehst du das nicht? Raffst du das nicht in deinem Kopf? Geht das nicht irgendwo rein? Die Leute. Du sagst, du hast doch immer. Doch, jetzt auf einmal spielen die nicht serious. Du hast doch gesagt, komm, doch Yogi, komm mal online. Komm mal online, ja. Wir müssen mal DK auf 1,8 noch pushen. Ja, ja. Du hast wirklich Gas gegeben, weil der DK, weil der DK kein Gear hatte. Natürlich, da ist das auch schwerer, weil die Leute alle Gear haben. Frag ihn doch mal. Nein, hab ich nicht, Alter. Der hat jetzt, Alter, 2,39, Alter. Der hat die 1,8 Gear-Stufe. Vollgear wäre 2,59. Dein DK hat was? Ich habe eine. Ich will mich nicht mit dir streiten. Mach mal einfach so. In der nächsten Season kann ja jeder mal drauf achten, auch du selber, ob du es schaffst, mit, ich sag mal, so einem 3000er Spieler wie diesem Yogi, wenn du DK spielst und er irgendeinen Heiler, oder du Eule spielst und er irgendeinen Heiler, oder du nimmst halt diesen Poxy oder sonst was. Ja. Ob du über 1,8 mit diesen Leuten kommst in Arena, wenn du dich bemühst. Das kann jeder sehen. Aber wann soll ich denn? In der ersten Woche oder was? Hä?
Oder nee, was von mir genau? aus in den ersten 4 Wochen. Von Ja, mir aus in aber den ersten vier das Wochen. habe ich doch, das Und mache ich doch mit. Das ma ich sag dir, dass du es mit Mühe und Not auf 1,8 kommst. Mit Guck mal, Mühe und also Not in du den willst ersten mir. vier Okay, dann Wochen. beantworte mir mal andere Frage. Bist du denn aktuell auf 2-1? Also ich glaube, du hast ja mal gesagt, also erstmal Das ja, war nicht meine Frage. du hast Meine mir, Frage du war, hast, bist du aktuell auf 2-1? ich beantworte, ich habe ja gesagt, ja. Okay. Und ich sage dir noch was dazu. Du hast zu mir gesagt, du nimmst mich nicht in den RBG mit, weil ich ein Furorkrieger aus dem Ja, Ahnenwald ich bin, habe also Adewald Nice für die Leute. Nein, wieder lass mich eine bitte mal Lüge, kurz sagen. wieder eine Lüge. Ich habe nie nein, gesagt, weil lass du mich Adewald ausreden. die Lass mich Wari bist. bitte. Doch, doch, Ich habe gesagt, weil du du hast Furor gesagt, es bist. wäre ein Speck. Du hast gesagt, Ich es habe wäre gesagt, ein weil du Speck. Furor Es bist. wäre ein Speck und ein Konvenant, der so schlecht ist, der sich nicht lohnen würde. Punkt, ist doch nicht schlimm. Du hast auch recht. Du hast recht, es ist der allerschlechteste Konvenant. Gut, ich habe Furorkrieger aus dem Ahnenwald gespielt. Deswegen wurde ich nicht mitgenommen. Aber der blöde Furorkrieger aus dem Ahnenwald hat im Zweier 2100 gemacht. Mit dem Furorkrieger, wo er noch nicht gebufft wurde und, und. 2-1. So, und ich bin nicht durch die Gegend gelaufen und habe gesagt, oh Aaron, ich bin 2-1. Habe ich nicht. Ne? Also ich habe nicht gesagt, oh, ich bin eine Eule. Nein, weil ich handicappe mich selber. Ich habe gar keine Lust, MS-Worry oder sonst was zu spielen mit Defense-Stance und sonst was. Ich zocke auch den Furorkrieger ohne Stun. Sondern ich mache Double Charge. Ich lieb rein, Double Charge und dann gibt's direkt aufs Maul. Zieh ich Recklessness und dann wird Gut, aber reingesaftet. guck mal, und So. dann hab ich Und gleich, 2-1. okay, dann habe ich gleich eine Frage, dann habe ich gleich eine Frage. Dann heißt, du hast gerade selber zugegeben, dass du praktisch geboostet bist. Das Ja, heißt ja praktisch, ja, du hast weder ja, 1,8 noch 2,1 ja. selber erspielt. Ja, Weil nochmal, du hast ja gerade ja. zugegeben, du spielst nur Double Charge Damage und spielst nicht defensiv Stun nix. Das heißt, alle Sachen, die PvP wirklich ausmachen, heißt Peelen, CCen, Hä? defensiv spielen. Was ist denn, was ist denn daran, wenn ich einen Double Charge specke, was Es ist denn geht nicht, daran Boost? Das ist. es geht nicht um den Double Charge. Das war jetzt eine Metapher. Es geht nicht um den Double Charge. Es geht darum, dass du Ja, gerade sagst. dann sag doch ganz kurz, was daran Boost ist, damit die Leute das auch Naja, verstehen. Weil sonst denken was ran boostest, Alter? Du spielst dein Worry nicht optimal oder du versuchst nicht aus deinem Worry was rauszuholen. Du drückst Damage Hä? und das ist Nein, alles. Du CCst ich spiele nicht. das, worauf ich Spaß habe. Ja, das ist Nein, ich schön, spiele aber das, worauf ich Spaß habe. im Endeffekt hast du gerade damit Nein, zugegeben. du sollst sagen, Okay, was was soll ich jetzt sagen? daran boostet ist, dass ich ein Spec spiele, auf den ich Spaß habe. Was hat denn, was Ich hat habe. denn, es geht da jetzt gar nicht um den Speck, es geht darum, dass du gerade gesagt hast, du hast keinen Bock, Alter, auf CC, du hast keinen Bock auf Stun, du hast keinen Bock auf Kick, du hast keinen Bock auf Defense, ne, du hast gesagt, du gehst da rein und klopfst dir aufs Maul, das hast du gerade gesagt, oder nicht? Ich habe gesagt, ich spiele keinen Meter. Du hast Ich gesagt, du habe gesagt, gehst da ich spiele rein keinen und haust, Meter. du hast gerade gesagt, du gehst da rein, Doppelcharge und haust dir aufs Maul. Das hast du gesagt, oder nicht? Ja, ich habe gesagt, ich spiele keinen Meter. Naja, Richtig, aber das heißt, kein Meter. Meta hat doch nichts damit zu tun, Alter, ne, mal einen Schildwall zu ziehen. Ach, einen Schildwall. Einen Reflekt zu ziehen oder mal einen Target zu stunnen oder mal zu vieren oder mal Line of Sight. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Das ist wieder PvP. Und das zum Beispiel habe ich schon besser. Du hast gesagt, du bist mit deiner Eule nicht hoch, weil die Eule, die Kombi und der Paladin, Das habe weiß ich, ich Meter ist. gerade gar nicht gesagt. Wie oft hast du in Ja, deinem aber nicht Stream schon gerade. gesagt, oh, guck Aber mal nicht. bitte in Ja, die 2 aber nicht und gerade. 2 und 2 Aber. Ladder, da spielt Ja. keine Eule Ja, aber oben. nicht gerade. Aber nicht gerade, das habe ich mal gesagt. Ja, aber nicht gerade in diesem Gespräch. Ja, der Marcel Slowak schreibt es doch. Erfolgreich ohne Meta-Bild gleich boostet. So, was ist daran so schlimm, wenn ich spielen möchte, was ich spielen möchte, egal wie schlecht der Speck ist und andere Leute Es mich geht nicht, es auslachen geht nicht, und es ich geht trotzdem nicht, auf es geht 2-1 nicht, damit komme? es geht nicht, es geht nicht darum. Was für ein Speck du spielst. Spiel, was du Spaß hast. Spiel, was du Bock hast. Alles gut, Ja, solange. So, danke. aber eine Danke. Frage habe ich. Wieso nimmst du dir raus? Und jetzt sag nicht auf andere. Wieso nimmst du dir raus, mich zu sagen, ich wäre 1,8? Du bist da, sagst selber gerade, dass du Ja, nicht das Optimum. was ich sehe. Na gut, aber Das also ist das, was ich sehe. willst du mir jetzt sagen, dass du deinen Worry als Furor im Ahnenwald besser spielst als ich meine Eule? Zum Beispiel. Ich sag mal so, selbst einer mit einem Arm wird mit Furorkrieger besser spielen als du deine Eule. Ja? Also du sagst einer, du sagst In gerade, der Arena, in der jetzt machst du Arena, dich in der über einen Arena, in Behinderten der lustig, oder wie?
Oh, möchtest du das jetzt in diese, Ja, möchtest du hast das du jetzt in gerade diese Spiele gesagt, tun? Alter? Du hast gerade Ah, gesagt, möchtest du, Alter, ah, ein du Behinderter würde möchtest besser spielen das als ist ich? dreckig. Das meine ich, das Hast du ist doch deine gerade falsche gesagt? linke Art. Das ist deine falsche linke Art. Alter, Das ist eine falsche linke du Art. hast gerade Das gesagt. sollte ein Handy, ich hätte auch sagen können, blind. Ich hätte auch sagen Findest du können, das blinder spielt in besser. Ordnung? Dass du sowas Aber sagst? das ist, Nein, das ist deine. Digga, der ist das komplett ist jetzt übereinander. in eine Ecke schieben. Das ist in eine Ecke Nee, schieben. du, das, was Ich du sagst. Weil dann, du solltest das jetzt ist in eine mal. Ecke schieben. Solltest das, was du gerade gesagt hast, du kannst gern sagen, dass ich keiner schlechter bin als du. Aber wenn du jetzt hier Behinderte mit reinziehst und sagst, ich wäre schlechter als ein Behinderter, ey, Ja, sorry, das ist. Nein, das ist assi, fertig. Da brauchst du. ich habe Das nicht hat nichts gesagt damit zu. Behinderter. Ich habe gesagt, jemand, ich hab gesagt, Du jemand, der hast nur einen gesagt, Arm einer hat. mit einem Arm ist besser als ich. Das Hat ist er aber nicht einen asozial. Arm? Er ist aber nicht behindert. Der hat nur einen Arm. Was ist denn das Der ist sonst für nicht dich? behindert. Was ist denn Ich das sonst? meinte Soll ich jemand mit einem Arm. mal im Krankenhaus anrufen, fragen, was jemand mit einem Arm ist in deinen Augen? Soll ich mal fragen? Digga, ehrlich, du kannst gern sagen, ich bin scheiße oder so, ja, aber keine Ahnung, zu sagen, ich wäre schlechter als jemand, der keine Ahnung, eine körperliche Einschränkung hat, ne, also, da hört so immer der Spaß auf, ne, also, du kannst gerne deine Witze machen für deine Kasper-Truppe, Digga, damit du ein bisschen Aufmerksamkeit Ja, kriegst, alles gut, aber wenn also du nochmal, ich schwöre, dann sei doch ein Mann und ruf an. Sei ein Mann und ruf wo uns soll Team ich an, anrufen, um was hier zu sagen. was soll ich Wenn man anrufen? ist nicht direkt behindert, weil man nur einen Arm hat. Du bist derjenige, der Leute reduziert. Was ist denn, Ist jemand okay, behindert, weil er einen Arm hat? Es ist Nee, eine du bist der körperliche, Beleidigende es hier. ist keine körperliche Einschränkung, natürlich. Nein, Was ist das das ist sonst? beleidigend. Ja, aber was ist das sonst für dich? Wie Ich nennt man? wollte damit Ich weiß, ausdrücken, was dass du, jemand, der nur einen Arm zur ich Verfügung weiß hat, sehr gut, was du damit noch ausdrücken blind wolltest. gegen dich spielt. Ja, gut, das wolltest du damit sagen. Damit hast du mich aber dumm gemacht. Du hast mich praktisch auf die Stufe von jemand mit einem Arm gestellt. Ja, vom spieltechnischen Ja, her. aber wie, Vom und Spieltechnischen, warte, wie kannst natürlich du, kannst du besser wie kannst du, spieltechnisch. warte, wie kannst du, und jetzt sag nicht wieder andere und zieh nicht wieder den Chat mit rein, sondern du. Ich rede mit dir und ich will jetzt nicht, dass du wieder auf den Chat guckst und sagst, oh, wie Brüde, und der schreibt und das schreibt und die schreibt, sondern Nein, wie kann, doch, wie kann, deine Spiele, wenn ich dich in der Arena spielen sehe. wir reden aber nicht von Ja. Arena, wir reden die ganze Zeit nicht von Arena. Ich bin kein verschissener Arena-Spieler, Ja, also du mich. verlierst doch, ja, aber du verlierst doch auch auf 1,8 im RBG. Ja, ich verliere, Wie oft hast du. ich habe 25.000 Games gemacht in den letzten 8 Jahren. Ich habe mehr Zeit im RBG verbracht, Alter, als wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwo anders. Ich habe über 2 Jahre Ja, aber du Ingame. verlierst gegen 1,6er. Ja, Du bist, jeder du von. verlierst ja gegen Pass auf, wenn 1,6er. man 25.000 Games gemacht hat, dann hat man gegen fast jeden schon gewonnen und verloren. Ich habe gegen jeden, der aktuell in der Ladder Ja, ist, gegen die schon. Top-Leute, hast du noch nie gewonnen, Auch aber gegen du die hast gegen Top-Leute, 1,6er verloren. auch gegen die Top-Leute. Da gibt's jede Menge Videos, jede Menge Screenshots, kann ich dir gern zukommen lassen, wenn du Bock hast. Guck mal auf meinen YouTube-Kanal, da gibt's noch ein paar gute Clips von damaligen Zeiten, wo ich gegen das beste Team Europas, der Welt sogar, gewonnen habe. Du brauchst Ja, nicht. damals, das Ja, glaube ich, es das geht nicht um glaube ich dir, das damals, wir glaube reden ich dir jetzt nicht nur sogar. von heute. Du hast einfach, pass mal auf, ich habe kein Problem mit Unterhaltung, aber wenn du das hier, wenn du mich wirklich auf die Stufe mit jemandem stellst, Alter, der irgendwie eine körperliche Einschränkung hat, sorry, da hört der Spaß auf. Also bei aller Liebe, ich habe so viel Vom Zeit in der. Nein, nein, es ist mir von egal, der es ist mir egal. spieltechnischen Es ist Fähigkeit mir her. Ja, scheißegal, was vom du sagst. spielerischen Jemand, her. Guck mal, es geht um wie das du, Skill-Level. jemand wie du Ich hat sage ja nicht, weder. dass du behindert Jemand bist. wie du hat kein Recht, über Skill oder XP zu reden, weil du selber in meinem Bracket nichts, aber auch gar nichts gerissen hast. Wirst du nicht, hast du nicht und wird auch niemals passieren. Ist einfach Ja, so. weil ich Und mir, schon an ja, deinem nein, Bracket vorbeigezogen bin. das Ich ist bin ja mir schon über deinem Bracket. über mein Bracket. Na gut, wenn du sagst, du bist über meinem Bracket, dann bist du über meinem Bracket. Also, ist mir auch egal. Darum geht's mir nicht. Es geht einfach darum, dass Ja, du du. verstehst, Nein, nee. nein, ich verstehe dich sehr wohl. Ich verstehe dich. Hast du schon mal Ja, Fußball habe ich sehr geguckt? Hast gut, du schon mal Fußball geguckt? Und ich sage dir, So. Okay, wenn wenn du ich sag, Fußball lass mich mal guckst, ausreden, lass mich mal ausreden. dann Ich mag kann doch, ich, dann kann ich ausreden ich bei mag, dir. nein, Ja, weil wenn ich du. nicht ausreden kann, Nein, dann brauche ich gar nicht kann man reden. keine nicht, weil Dann wenn du, brauche ich nicht reden. wenn du ein Reporter bist bei einem Fußballspiel, ich mach mal Beispiel, Man United, Alter, gegen Liverpool, und Liverpool fährt über Manchester drüber, wie zum Beispiel 5-0 vor kurzem, und du gehst als Reporter zu Ronaldo hin und fragst, oh ja, Ronaldo, bist du jetzt nicht mehr auf dem Skill-Level von letzter Season? Weißt du, was der macht? Der wird dich dafür sorgen, dass du nie wieder ein Interview mit der Ich Mannschaft weiß auch kriegst. nicht, warum du jetzt, ich weiß auch nicht, warum du jetzt hier mit so einem Fußball Weil vergleichst. du Warum ich? gerade, weil du, pass auf, du hast als jemand, der mich nicht lange genug kennt und der in dem Bracket gar nichts zu melden hat, gar nichts,
hast du nicht das Recht, über meine XP im RWG zu urteilen. Ja, du musst, nein, ja, meine, du musst ja auch meine Meinung nicht. Nein, du hast ja in der, das du musst ja meine du kannst, Meinung nicht nein, akzeptieren. Nein, weil deine Meinung, darum, nein, was du sagst, darum, was du sagst. Rating ist, du hast, und das Rating ist halt ja, mein, nicht über 1,8, wenn du mit ist doch auf Top-Leuten ein, ist doch, es ist doch auf ist, ob, ich habe doch, ich habe da 3 Chars, 4 Chars über. Mit Top-Leuten. Du spielst mit wem, immer mit Top-Leuten. Mit wem habe ich gestern gespielt? Sag mir einen Top-Spieler, mit dem ich gestern gespielt habe. Sag mir ihn jetzt. Du warst gestern noch im Stream drin. Du warst gestern Abend drin, Alter. Mann, ich komm kurz rein bei FIFA, schreib einen Spruch und hau wieder ab. Guck doch auf meine Streamzeit. Ich komm kurz rein und wenn ich WoW bei dir sehe, dann werden nur Gruppen gebaut, wo die Leute rausgehen. Das ist rückwärts Gruppen bauen bei dir. So, also, guck mal. Wenn du als Zuschauer beim FC Bayern ein Spiel guckst, kannst du doch auch sagen, das ist jetzt gerade eine schlechte Leistung oder das ist eine gute Leistung. Und du machst eine schlechte Leistung fest, wenn die gegen schlechte Teams, die ganz unten in der Tabelle sind, verlieren. Und eine gute Leistung beim FC Bayern machst du daran fest, wenn die gegen Real Madrid oder einen anderen Champions League, also einen guten Verein, gewinnen. Bei dir sieht man häufig, dass du gegen schlechte und mittlere verlierst und gegen gute nicht gewinnst. Okay. So. Also erstmal, warte mal. Woran machst du denn, also woher weißt du denn, also als jemand, der nicht in den Bracket involviert ist seit Jahren, wer gut und wer schlecht ist und wer Mitte ist? Ich sehe doch das Rating. Wenn also warte, lass mich ausreden. Warte, nein, wenn am Ende. Mann, nochmal, ich bin kein Arena-Spieler. Ich spiele. Am Ende. Digga, das ist der Junge ist so krank. Ja, dann nehmen wir halt RBG. Wenn am Ende des Scorescreens vom RBG steht, ja, dass die Gegner 1-9 waren und du verloren hast, dann bist du nicht besser als dieses Team. Und ich rede nicht nur von einem, ich rede von 10-1-9. Kannst du dich erinnern, was Shikes hier, Alter, vor circa 4 Wochen gesagt, vor 5 Wochen, wo du mit ihm im Discord warst? Kannst du dich noch erinnern oder hast du das auch ausgeblendet? Oder hast du erstmal ist ja nicht 5 Wochen her, sondern es ist mittlerweile 2-3 Monate her. Ja, aber kannst du dich noch erinnern, was er gesagt hat? Da gab es nämlich eine schöne Diskussion mit dir. Auch ihm wolltest du nämlich eintrichtern, dass ich geboostet bin. Und weißt nee, war das, wenn du gefragt hast, ob die mit dir spielen aus Stil? Nein, darum ging es nicht. Es geht nicht darum. Es ging darum, wo er gesagt hat, ich zitiere ihn mal oder in etwa, was er noch gesagt hat, ne, wenn man auf 1.9 oder 2K spielt, ist das nicht schlecht, weil da nämlich die höchsten Spieler momentan spielen auf diesem MMR in etwa, weil es einfach zu wenig Spiele spielen. Das heißt, wenn ich auf meinem einen Druiden über 2.1, was so ist, auf meinem zweiten Druiden über 2.150, was aktuell so ist, auf meinem DK über 1.9, fast 2 oder 2K, was aktuell so ist, und auf meinem Monk über 1.9, was aktuell auch so ist, spiele ich schon im... Lass mich ausreden. Nein. Ich habe gestern gespielt. Okay. Best Trips, bitte einmal ins Discord kommen und bestätigen, dass du kein Glatt, kein Unter, kein 2-4, kein 2-7, der hat nicht mal 2-2 Erfolg. Guck sie dir doch an. Google sie doch alle, du Spinner. Du bist so ein verrückter Kauz, Digga. Du warum? Hast nicht mal. Bitte, nein, weil, was sagst du? Was sagst du? Warum beleidigst du mich in der Spinner? Weil du keine Ehre hast, um die Wahrheit wirklich rauszufinden, weil dich nur die Scheiße interessiert, abzufacken. Jetzt mal ehrlich, kannst du wieder ruhig reden? Können wir normal reden? Aber höre auf, so asozial zu reden. Deine Provokationen nerven massiv. Wo ist das? Nochmal, du. Okay, Alter, tut mir eingefallen. Spielst du nicht mit Gladys und Hotas? Best Trip, was hast du gespielt? Warum kommst du jetzt mit einer anderen Person hier rein? Weil er einer von den Leuten. Ich darf keinen reinholen. Du holst jetzt hier eine dritte Person rein, damit du wieder zahlen. Nein. Es geht nur darum. Du verhältst dich im Discord gerade genauso wie im RBG. Du holst immer andere Leute. Der ist krank. Du brauchst immer andere Leute. Du lügst gerade. Du lügst. Ich versuche dir zu beweisen und dir ehrlich gegenüberzutreten, dass das, was du sagst, eine Lüge ist, und versuche gerade Leute, die mit mir spielen, die keine XP rein haben, die mir sagen, nur dir. Ja, dann lass mich dem noch eine Frage. Ja, dann stell ihn eine Frage. Ja, stell ihn eine Frage. Okay. Wieso beleidigst du ihn eigentlich? Er hat dir nichts getan, ne? Ja, geil, was ist denn mit dir? Aber stell mir gerne eine Frage. Ich werde intellektuell auf jeden Fall über dir sein. Also, egal welche Frage du mir stellst, ich werde auf jeden Fall zu beantworten können. Warte mal ganz kurz. Da hat sich jemand gerade im Zellen-Discord, hat er sich mit meinem Account-Bild auch einen Account gemacht? Weil das bin ich nämlich nicht. Oder bin ich da nämlich... Ach, sorry, da war... Warum war ich denn da im AFK-Voice-Channel? Naja.
Keine Ahnung. Deswegen war vielleicht die Verbindung so schlecht. Ganz komisch, hört mich einer. Hä? Ganz komisch. Naja, ich habe nämlich deinen Stream auf hier am PC. Soll ich mal ganz kurz gucken, wie du überhaupt heißt hier? Du heißt, wie heißt der Live-Playing? Ich kann, warte mal. Ach, ich muss am Ende, ich habe AirPods drin. Du heißt hier, warte. Du heißt Justa Hiepe. Wer ist denn Justa Hiepe? Wer ist das? Aaron, wer ist Justa Hiepe? Wolltest du ihm eine Frage stellen? Jetzt fragst du mich eine Frage, hä? Ah! Das ist ein. Justa Das ist jemand. Hiepe nennt man Justa Hype und der Justa Hype ist der Beastripe, den der Aaron jetzt im Voice haben wollte. Er zum Beispiel ist einer von den Okay, Leuten. okay, Okay, dann. okay, Du hast mich okay, gefragt, ich will gut, antworten, darf gut. nicht antworten. Okay, dann Okay, geh weiter. ich will eine Frage, soll eine Frage haben. Also, Soll ich die Frage noch Justa, beantworten Justa, vorher oder nicht? ich möchte die nächste Frage. Ich wollte nur wissen, wer das ist, ob das dieser Typ ist, den du reingeholt hast. Okay, Justa Hiepe. Kurze Frage. Hast du mit dem genannten Streamer Aaron Liveplaging Merkos, hast du mit dem von 0 auf 2100 hochgespielt? Von 0 auf 2100 ohne dass Shitney-Chikes oder sonst was dabei war? Also kann ich ja ganz genau sagen, und du kannst auch gerne nachgucken, ganz gerne auf die PvP-Seite gehen, check PvP und da gibst du mal meinen Namen ein, Justa Hype. Da wirst du Nee, das war sämtliche nicht meine Parts von mir Frage. sehen. Das war nicht meine Frage. Das war nicht meine Frage. Junge, das Höchste, was ich im RBG jemals hatte. Das war nicht meine Frage. Ich habe gefragt, ob du mit dem am Anfang der Season von 0 auf Was für 2100 Anfang der hochgespielt. Das Season, hat er Alter? mit Ja, dir dann lass mich doch mal meine hat Frage er. beantworten, Junge. Meine höchste RBG-XP, das ich jemals hatte, war 1924. Also habe ich 2-1 noch nie in irgendeinem Bracket gehabt, weil ich eigentlich PvE-Spieler bin. Ja, gut, also ihr beide habt nicht auf 2-1 hochgespielt. Danke. Lieben herzlichen Dank Okay. für die Antwort. Danke. Danke sehr. Der Junge ist so dumm, Danke. ne? Ich Ja, dachte Mann, schon, du hast mit dem, ich ich krieg dachte schon, schon, ihr beide auf 2-1 ich krieg schon gespielt. Insta-Nachrichten, wie blöd du bist, ne? Also unglaublich, ne? Du widersprichst dich. Soll ich dir mal zitieren, was Was, jemand auf was, warte Insta. mal, was tut das? Was tut das? Was tut das denn jetzt zur Warte, Sache, warte, wie warte. blöd ich bin? Möchtest du Hör mal jetzt, zu, hör mal bitte. Bitte? möchtest du jetzt wieder meinen Nein, Job doxen hier? nein, Möchtest du möchte jetzt ich nicht. sagen, wo Hör ich auf keinen arbeite? Fall. Wieder, wie Ich dumm ich zitiere bin? mal, ich Wie zitiere. dumm ich bin? Nein, lass mich bitte kurz Wie dumm ich ausreden. bin? Bitte. Warum ziehst du denn immer Nein. andere mit Hör rein? bitte zu, was du sagst. Und ich zitiere, das hier hat jetzt jemand, das hat jemand wortwörtlich alles, was du gesagt hast, wiedergegeben und ich zitiere das jetzt mal. Damit du hörst und ich möchte bitte, dass du nicht dazwischen redest. Na? Bitte höre es dir an. Na? So. Er fragt dich, ne, oder frag ihn mal, er hat dich gefragt, warum, ne, du nicht Anfang der Season auf 2-1 hochgespielt hast. Ne? Parallel fragt er dich aber, ne, warum du aktuell nicht über 1-8 spielst in der Arena, obwohl du ein RBG-Spieler bist, der aktuell 4 Chars über 2-1 ist. Der Justa Hype ist seit einer Woche bei dir in der Gruppe und hat aktuell über 1900 Live-Rating. Keiner in dieser Gruppe, ich habe die Streams alle verfolgt, ne, hat mehr als 2400 XP gehabt. Und alle diese Leute, die in der Gruppe waren, waren keine Multi-Rank-Ones oder Multi-Hoters. So, und jetzt erklärst du mir, du hast gesagt, ich spiele nur mit Ja, Multiglatz und der Superspielern. Typ, jetzt hast du den Typen auch noch Das dumm war gemacht. kein Typ. Jetzt hast du den Typen auch noch dumm gemacht. Welchen Das Typ? heißt also, kurze Frage, okay, ich ergänze nochmal. Du hast also mit diesem Justa Hiepe, der ist Junge, mit ich dir ein heiße bisschen was über Justa eins Hype. geworden. In welchem Jahrhundert leben wir denn, dass man kein englischer Begriff aussprechen kann? Ja, schrei mich an. Also entweder du haust den Hampelmann hier raus oder ich habe keine Lust mehr. Der schreit ja hier, das ist ja lachhaft. Also du hast mit dem Typen, du bist also ein 2,7er RBG-Spieler und kriegst diesen Krüppel nicht mal über 1,9. Das wollte Bin ich über übrigens hier 1,9. festhalten. Guck mal, habt ihr das gehört? Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Er hat gesagt, er ist ein Krüppel. Das müsst ihr mal überlegen. Und er hat ihm nichts. Er kennt ihn nicht. Er kennt ihn nicht. Das ist ein Abs. Er ist Ja, kein Fidi. der hört sich doch Überleg schon mal. an Guck mal, und wie das so ein meine ganz ich. Das kaputten. meine ich. Hör dir mal an, wie du gerade mit einem Unschuld. Der hat hier nichts getan. Der kennt dich nicht. Der ist ganz Der hat mir nichts neutral. getan, der hat mich angeschrien. Bist du Junge, bescheuert und du beleidigst ihn? brüllst doch die ganze Zeit selber hier rum, Alter. Weil ich seinen Namen nicht. Natürlich ist das ein Fiedlerboy. Natürlich ist das einer von denen. Also, Der Fiedler, schreit was mich an, der bist du? kommt Was rein. bist du? Ich bin der Norbert. Ja, aber was bist du? Bist du ja ein Zellenboy oder was? Der Zellenlutscher oder was? Der gerade für 300 Leute den Hampelmann macht für Unterhaltung für die. Werde mich dazu jetzt nicht äußern, also noch Ja, nicht auf diesem ich Niveau. kann mir die Antwort schon denken. Alles gut. Also nochmal, der spielt nur, was hat das jetzt, also nochmal, du wurdest auf 2100, nochmal, du wurdest auf Ach, Digga. 2100 geboostet und holst jetzt hier jemanden ins Discord, der auf 1,9 spielt.
was soll uns das jetzt sagen? Du bist auf 2-1 Nein. geboostet und hast einen Typen jetzt, Er. der auf Nein, nein, 1-9 nein, nein. rumgurkt. Er ist vom PvE ins PvE geswappt. Nee, vom PvE ins PvP geswappt. Hat sich bei mir angemeldet. Ich habe ihn schon. Ich Ja. hab auch ihn schon mehrfach angeschrieben, wenn er Scheiße gebaut hat. Aber er hat jetzt innerhalb von einer Ja. Woche mit mir, mit Tool-Leuten, wir haben teilweise 3 Stunden Gruppen gebaut, also Ja. keine Multi-Ranks. Der Einzige, der Ja. dabei war, war Raffi, glaube kurz. Ja. So, ne? Ja. Haben wir ihn auf über 1-9 gekriegt. Und gestern hat er mit mir auf 2-1 plus Ja. MMR gespielt im RBG. Und das ist Ja. kein Multiclad. Und auch solche Leute wie er sind dann Leute, die später vielleicht besser werden. So. Ja, und auch solche Leute wie Ja. ihn, Alter, ne, gibt es Leute. Und du sagst immer, ich werde geboostet. Ja. Wenn, Aber mit dem würdest du nicht mal am Anfang der Season über 1-4 kommen, so wie der sich anhört. Ja, Norbert, Der drückt, der drückt. wo ich Also mit dir. ich bin mir sicher, dass er Ja. seine Tasten drückt. Ja. Dass er seine Spells hier mit der Maus noch klickt. So Ja. redet der. Mit dem, der würde dich niemals auf 2-1 bringen. Und darüber reden wir die ganze Zeit. Du würdest niemals 2-1 bekommen, wenn du nicht mit diesen Top-Leuten Shitney, Shikes und Massaker und so weiter spielen würdest. Und wie heißt der Bröde, hier? Bröde, Bröde, dann warte mal Der kurz, Bruno, von mir, von mir. der. Bröde, dann leg diese Beweise mal vor, Bröde. Du hast Zeit, bis 23 Uhr Beweise vorzulegen. An die Mods, wenn Bröde bis 23 Uhr nichts vorgelegt hat, was zeigt, dass Just Hype ein Boost ist, kriegt Bröde bitte den Permaban im Chat ohne Wiederkehr. Weil er das schon ihn unterstellt hat und er Just Hype ist kein Boost. Ich habe nichts von ihm bekommen, er hat mich gefragt, ich habe ihn mitgenommen, weil ich nett bin. Und das ist der einzige Grund. Du hast bis 23 Uhr Zeit, Bröde, das zu beweisen. Kannst alles vorlegen, leak alles, kannst alles. Du hast die Erlaubnis, alles, was du hast, zu leaken, wenn du was hast. Und ich sage dir, besten Gewissens, hier sitzend, du hast nichts, was auf einen Boost hinweist, weil dieser Mensch hundertprozentig, tausendprozentig kein Boost ist. Schon genug. Ich hab ihm auch rein donated und, aber dem kann es einfach nicht helfen. Also von daher. Mir kann man nicht helfen. Ja. Also, So, der war ganz nett, deswegen habe ich jetzt gerade mal mit dem normal geredet. Jetzt können wir beide weitermachen. Also ich weiß nicht, warum ihr so einen Unbeteiligten reinholst. Ich glaube, der hat einen ganz netten Charakter. Aber ja. vor 2 Minuten Also die hast du Sache noch ist gesagt, die. was ich für ein Idiot bin. Und jetzt habe ich einen netten Charakter, also okay. Also erstmal weiß ich gar nicht, was du hier im Discord machst. Man sollte mal so eine Einlassbegrenzung machen, erst ab 1,8, dass die Leute hier reden dürfen. Er hat doch schon 1,8. So. Ja, da kann ich ja rein, weil ich habe ja 1,9. Ja, okay, jetzt hast du mich gekriegt, steht 1-0 für dich. Es geht aber um Folgendes. Es geht darum, dass dieses 2100er Rating, darauf kommt der gute Herr in seinem Stream aktuell, mit seiner aktuellen Leistung, kommt er nicht mehr alleine hin und er Das muss ist mit solchen falsch. Leuten wie Das ist Shitney, falsch. Massaker, nein, das hat er nicht geschafft. Punkt, das Das hat ist er nicht falsch. geschafft. Ich gucke Es Aaron, gibt ja. fast jeden Tag an. Warum darf dieser Typ hier überhaupt reden? Also ich werde hier echt behindert. No Bist du joke. krank, Digga? Jetzt Redeverbot an. Okay, Aaron, ich habe ab sofort Regelverbot. Mann, verpiss dich aus dem Discord. Keiner will dich reden hören. Ehrlich. Ich will jetzt hier eine normale, gepflegte Konversation führen unter zivilisierten Leuten. Und Ja, so ein dann seid Arschloch immer kriminell dazwischen redet. zivilisiert. Hallo? Ich höre keinen mehr. Hallo? Hört man mich noch? Jo, was ist? Ja. Ja, keine Ahnung, auf einmal sind alle Kannst ruhig, Alter. ja aussuchen, kannst ja aussuchen, ob da jetzt ein neuer Freund ist, dann unterhalte ich mit dem. Was hat denn damit zu tun? Guck Du mal, musst hier. okay. Da, Mach warte, mal eine du kannst gleich objektive wieder Frage. noch. Also, warte mal, du willst mir also sagen, dass der Streamer es schafft, ohne diesen 11-jährigen Schurken, Dudu-Trainer und so weiter, dass der auf 2100 von alleine kommt. Das willst du mir sagen? Also, in 6 Abenden in der Woche schaue ich Aaron zu und ich kann dir hundertprozentig bestätigen, ich weiß eine Regel im Durchschnitt auf jeden Fall, mit wem Aaron spielt und ich weiß auch, dass Aaron bei circa 260 Zuschauern im Schnitt hier den RBG Bausimulator streamt, wo er 3 Stunden lang nichts anderes macht, wie irgendwelche Randoms zu suchen und mit denen RBG Ja. spielt. Manchmal ist es abends, wo es absolut gar nicht läuft und manchmal läuft es absolut gut.
So, und jetzt hat er halt okay, nach und und nach der hat noch nie mit so einem 11-jährigen Schurken gespielt. Ja, ich kann ja auch sagen, dass es kein 11-jähriger Schurke gibt, weil so viel wie ich weiß, Kittner ist um die 20, Anfang 20 oder sowas. Echt 20. Oder 20, ja. Aber auf jeden Fall nicht 11. So. Und er kommt ohne diese Leute auf 2-1 in euren Augen. Was denkt ihr Jo. denn, welches Rating, okay, was denkt ihr denn, welches Rating würde er erreichen ohne diese Leute? Wie hoch wird er denn kommen? Mindestens 2,8. Mindestens 2-8, okay. Ja, Ja. das sind mir die richtigen Fiedler-Jungs hier. Alle Weil Fiedis, ich schon oder? 3K. Er ist ein 3K-Leader, das heißt, er kommt jede Season auf 2, auf 3K. Ja, perfekt. Ja, oh, Da hast du Schachmatt. die richtigen reingeholt. Dann möchte ich euch in dem Glauben lassen. Dann werde ich auch nichts mehr dagegen sagen. Ja, dann habt ihr die Diskussion gewonnen. Wenn ihr meint, dass er immer auf 2-1 kommt, ohne diese Leute, dann habt ihr vollkommen recht. Dann habt ihr mich jetzt hier outnumbert, dann kann ich nichts dagegen sagen. Alter, Aaron hat 4 Chars, die über 2K sind und das war nicht wirklich ein großes Problem für ihn. Also ich weiß jetzt nicht. Genau, das ja, recht, er sucht sich halt immer so normale Leute aus, hier keine Hotas und sonst was und kommt ohne die Leute hoch. Okay, hab ich jetzt falsch gesehen. Dann habe ich jetzt komplett falsch gesehen. Ich dachte, er kommt halt immer nur mit Sydney, Shikes, Dudu-Trainer, da erkenne ich ja die Namen, Massaker Also mal. und so weiter. Mit diesen Leuten kommt er hoch. Dachte ich, Meine, aber meine, dann meine. wurde ich heute eines Besseren Er belehrt. hat zwar in seinem Tool immer steht, Hotar und Klart, aber er lehrt nicht nur Hotar und Klart. Er hat letztens von mir mal einen Kollegen eingeladen, einen Paladin, und er hat auch mich mal eingeladen. Es kommt halt immer drauf an. Wenn die Leute auf die Calls hören, dann ist Aaron auch bereit, mal jemand anderes einzuladen. Okay, ja dann. Darum gibt den Nee, Leuten ja, auch schon aber mal eine Chance. Wenn sie halt bloß Kacke bauen ich wollte und noch was rumbrüllen, dazwischen dann sind sie sagen. halt wieder Guck mal, raus. Massaker hat damals, wo ich den kennengelernt habe, wir haben Massaker und ich haben in der gleichen Saison unseren ersten Hota zusammen gemacht. Massaker hat noch eine russische Gruppe gemacht, ich habe meine eigene. Kittner hat in Legion Alterne bei mir mitgespielt, bis ich ihn gekickt habe, weil es ein bisschen Differenzen gab und hat eine eigene Gruppe gemacht. Ist natürlich aktuell deutlich besser als ich unterwegs mit seinen Leuten als ich. Gar keine Frage, aber ich bin auch schon deutlich länger dabei. Bevor er in meiner Gruppe war, habe ich schon keine Ahnung, mit wie viel tausend Leuten RBG gespielt. Also ich habe viel so vielen Leuten, die heute oben sind, habe ich auch. Zum Beispiel, du sagst immer die Leute, die ganzen Gladys und Rang 1 wie KV und Borok und Poxy, alle diese ganzen Leute, wo ich die kennengelernt habe, waren die keine Gladys. Da waren die keine Rank Ones. Da waren die keine Hotas. Und das ist der Grund, Ja, warum die mit mir. du erzählst immer aus der Vergangenheit. Ich rede Naja, über aber. aktuelle Season, Wenn, aber wenn, wenn. Ja, nochmal, aber. Warte. wenn du ohne diese Leute auf 2-1 kommst, Warte, warte. ohne Probleme, dann kann ich doch gar Aber, nichts mehr guck sagen. mal, Dann aber, warte, warte, habe ich doch warte. jetzt die Warum Diskussion verloren. darf ich denn nicht mit diesen Leuten spielen, wenn ich mit diesen Leuten bereits gespielt habe, wo wir alle keine XP hatten und wir haben zusammen unsere XP gemacht? Also wenn ich mache mal ein Beispiel, wenn ich also mit KV zum Beispiel in Pandaria gespielt habe und da Habe mit das Beispiel verstanden, aber doch mal, die Leute haben ihr Niveau gehalten oder sind besser Ja, geworden. aber woher willst Du? Ja, aber woher willst du denn wissen, Alter, ne, dass ich mein Niveau nicht gehalten habe? Ich bin vielleicht nicht mehr so gut wie früher, Ja, weil du aber ich bin. aktuell ein 1,8er-Spieler bist. Ja, aber mein Rating sagt doch was anderes. Ja, weil du eben mit diesen Top-Leuten spielst. Ja, aber Ne? diese Also Top-Leute, Beispiel, wenn du. diese Top-Leute haben Ja, doch damals. mach doch mal eine Ja. einfache Rechnung. Wenn jemand auf 3000 ist und du bist auf 2000, dann solltet ihr zusammen beide auf 2,5 kommen. Ne? 2000 plus 3000 geteilt durch 2 sind 2,5. So. Wenn du auf 1,8-Niveau spielst, ein anderer spielt auf 2K-Niveau, dann solltet ihr on average auf 1,9 landen vom Skill. So. Und für mich spielst du nur, aber nochmal, das ist das, was ich beobachte, aber ich kann mich auch irren. Für mich spielst du nur mit den Top-Leuten. Du lädst nur Leute mit 2,4 XP plus einen am Anfang der Season. Du spielst nur mit den richtig, richtig guten Leuten. Gladys, Hotas, sonst was. Mit denen Ja, spielst aber du. Und diese die sind Leute, alle sehr, sehr darf ich gut. nochmal ausreden? Diese Leute haben doch mit mir auch ihre ersten Erfolge erzielt. Und warum, was spricht denn dagegen, auch wenn ich nicht Was so gut. redest du denn aus der Vergangenheit Ja, aber nochmal? wenn ich war. Cristiano Ronaldo kann früher auch mit den Leuten Ja, gut, gespielt haben. Wenn er okay. dann auf einmal ein Bein verliert und mit den Leuten spielt, heißt das doch nicht, dass er auf dem gleichen Niveau ist, dass er genauso gut Fußball spielt, wenn er ein Bein Also, weniger hat. das Er ist ist. doch dann auch schlechter Was geworden. ist das denn für ein Vergleich, Alter?
Ja, nee, weil Das du hinkt ja davon ausgehst, dass gewaltig. Leute nicht schlechter werden Ja, können. aber ich mach mal ein Beispiel. Wenn Cristiano Ronaldo bei, keine Ahnung, bei Lissabon zum Beispiel früher mal gespielt hat und heute bei Dann Manchester hat United. sich aber nichts Warte, am warte, warte, warte. Skill verändert. Nochmal, dein Kann der, Skill ja, aber er nicht kann doch, mehr er so kann, gut. ja Gott, auch wenn er über den steht, weil er mehr Champions-League-Titel hat und mehr Tore schießt und besser Verein ist und mehr Geld verdient, kann er doch dennoch, wenn er will, nochmal mit diesen Leuten spielen oder nicht? Und diese, und dann wäre, Natürlich und kann er dann mit wäre, denen und dann spielen, wäre, aber heißt ja nicht, dass er genauso gut ist. ja gut, aber wenn ein Cristiano Ronaldo ist ja der Spieler schlechthin, er ist einer der besten oder mit der beste Spieler des Planeten. Ja, du warst So, doch auch früher, Mann, und jetzt, 3K-Boomer. warte, lass mich mal ausreden. Und jetzt, wenn er jetzt, als auch wenn er jetzt zum Beispiel, weil er älter wird und vielleicht ein bisschen Leistung hat, kann er doch dennoch als einer der besten der Welt auch mit Leuten spielen, die nicht so gut sind wie er, oder? Oder Ich weiß boostet er, nicht, also ja. wenn er jetzt zum Beispiel zu Mal, wir Lissabon. reden davon, dass du 1,8 bist. Davon Ja, reden aber wir, das dass sagst du nicht du, mehr das geworden sagst bist. du, das sagst du. Das Das sagen. sagen deine Spielstatistik nochmal. Du spielst mit einem Poxy oder Schalks Arena und kommst nicht über 1,8. Wie lange warst du denn mit deinem DK? Wie lange warst du mit deinem DK unter 1,8 mit deinem Weil er DK? kein Wie Gier lange warst du hatte. mit dem? Weil er kein Gier hatte. Wie lange? Mein Monk, Der mein war Monk, mein Monk, mein voll Monk, Rival, der mein war voll Monk, Rival. mein Er Monk. war voll Rival, dein DK, und du hast mit den Top-Leuten gespielt, er Ja, mit aber dir und bist nicht auf einen Dach Digga, gekommen. verstehst du, wenn ich Rivale Gear habe und gegen Monks und DKs und Warriors spiele und Shamis, die alle Full-Geared sind, 2-1-Gear, dass es dann sehr schwierig wird, die zu töten? Nein, das ist mega leicht, das ist mega Ah, leicht. Guck mal, du das hast ist. volles Rival, Okay. lass mich ausreden, du hast volles Rival-Gear, du hast volles Rival-Gear. Du spielst mit einem Sydney, mit einem Dudu-Trainer, mit dieser ganzen Mannschaft und kommst nicht über 1,8. Oder noch nie, also 2K, glaube ich, mit dem DK damals auch nicht gesehen gehabt. Also nochmal, du hast diese Top-Leute, ich betone, du hast diese Top-Leute, hast einen DK, der für das Rating komplett voll equipped ist und kommst nicht höher. Das ist das, worüber ich Ja, rede. aber ist hier vielleicht mal in den Sinn gekommen, dass das nicht der Ziel ist, dass 1,8 das ist, was wir wollten? Ja, du bist aber auch nicht höher gekommen. Ja, aber ich wollte doch zu dem Zeitpunkt nicht höher kommen. Natürlich, deswegen haben wir doch mit diesem Lispelpriester noch Dreier gespielt, weil ein DK unbedingt als Digga, 8 bekommen sollte. ich sag dir das nochmal deutlich, damit du das hier verstehst. Ich habe mit dir gespielt und mit diesem Priester Dreier. Aus einem Grund, nicht im Weil du Serie. 1,18 Warte, warte, wolltest. warte, nein, Nein, du nein, wolltest nein, 1,8 haben. nein, Doch, doch. nein, nein, ich wollte Deswegen kommen. wurde ich nach Nein, drei Games, guck doch, mal, deswegen wurde ich nach drei Mann, guck Games mal, gekickt und du guck mal, hast dir einen nein, nein, Dream geholt. du wirst gekickt, Doch. weil du mit der Zeit sehr anstrengend bist, ne? Ja. Nein, du hast danach einen Druiden geholt. Ja, Ja. dieser Krüppel braucht gar nicht zu lachen. Hör Du doch hast mal danach auf, diesen hör Druiden auf, hör geholt, auf mit diesen Sachen, mit diesen Worten, Digga. Das ist meine Savanne. der Gladiator war. Wie heißt der Druide? Wie heißt der Druide, der Gladi war? Der war doch Taster Hiebe. richtig hoch. Taster Hiebe hat auch Ja, Platin, okay. Mutter. Sorry, aber wenn der immer da reinredet, habe ich keinen Bock mehr. Schönen Abend noch. Kein Bock mehr. Komm da wieder rein, nur, aber lass die Viewer nicht hängen, Alter. Das sei, reiß dir mal zusammen, mein Content geht verloren. Okay, sorry, kommt nicht mehr vor. Hey, Albert, ach, Albert, Norbert, komm wieder rein, Alter, der Typ ist jetzt ruhig.